Ja, wie Safti gerade schon sagte, ist er noch am Eis essen. Wir sind wieder da, zumindest teilweise. Der Julian kommt gleich auch noch dazu. Ich weiß gerade nicht, was der noch so erledigt. Safti ist noch am Eis essen. Ja, und Kerstin und ich sind wieder da. Ja. Didi hat sich natürlich verabschiedet, hat er ja gerade gesagt gehabt. Und ja, aufgrund dessen haben wir dann auch gesagt, wir werden dann jetzt nicht zu Utopia fahren. Das sparen wir uns dann für den nächsten Stream auf. Sondern dann werden wir jetzt versuchen, so viel wie möglich an Titanerz mal zu farmen. So die größeren Inseln abzufarmen. Und ja, dann hoffentlich auch alles bauen zu können. Und ja, das wäre dann so der Plan für den zweiten Part heute. Bin gespannt. Aber soweit ich das von der Story her noch weiß, war ja Utopia so dieses große Ziel so Ja, gewesen. ich habe keine Ahnung. Also Also. rein tagebuchtechnisch wäre da unter Utopia noch Platz. Also ich Ja. weiß, vielleicht kommen wir da auch an und Utopia existiert nicht mehr. Wäre Oder ja es auch ist möglich. sehr zerstört und wir suchen eine andere Insel, Ja, die keine da Ahnung. steht irgendwie. Das könnte halt auch sein, ne? Dass es das jetzt eher so eine Finte ist. Und ja, dann müssen wir uns dann mal überraschen lassen, wie das Ganze so dann laufen wird. Also Fakt ist, eigentlich so storymäßig wäre jetzt Utopia eigentlich das Ende. Eigentlich. Aber ich vermute mal ganz stark, dass das nicht das Ende ist. Weil es halt einfach noch Ja. Platz unten im Tagebuch auch. Wahrscheinlich kommen wir da an und es ist irgendwie zerstört oder so. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es so drauf hinauslaufen wird. Vor allem, weil die auch sagten, da hat irgend so ein komischer Hansel die Führung übernommen. Der Investoren, was auch immer das bedeutet. Also so ganz, ich habe zwar alles vorgelesen, aber so ganz bin ich jetzt auch noch nicht so hinter die Story hinter. Ich auch nicht. Geführt auch so eine Stunde, nachdem alles vorgelesen wurde, habe ich auch so den Großteil wieder vergessen. Aber Ist vergiss, das ist doch irgendwie. mein Job. Aber so ist gar. Es gab auch so keine Aufschlüsselung, so warum jetzt eigentlich alles überflutet ist, oder? Also ich Vielleicht kommt meine, das noch. ja, also gehen wir jetzt mal von einer reellen Geschichte aus, könnte man sich halt vorstellen, Klimawandel. dass der Klimawandel halt die kompletten Pole zum Schmelzen gebracht hat. Aber ich weiß halt auch nicht, Kerstin, vielleicht weißt du das auch, gibt es einen theoretischen Wert, um wie viel der Meeresspiegel steigen würde? Wahrscheinlich ja, Aber den weißt du nicht. aber da habe ich nicht im Kopf, nee. Weiß das jemand vielleicht aus dem Chat oder vielleicht von YouTube dann gerne mal schreiben? Würde mich sehr interessieren. Ob das Ganze vielleicht sogar wirklich an den Klimawandel so angelehnt ist. Aber nicht, also, dass das irgendwie ein paar tausend Meter steigt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ein paar tausend nicht, aber ich sag mal so 2, 3 Meter reicht Also ich ja, lehne, reicht also ja, ich dass alles lehne, da drunter verrottet irgendwie. also ich lehne mich weit aus dem Fenster und behaupte, mindestens 2 Zentimeter wird es ansteigen. Echt? Hast dich aber weit aus dem Fenster gelehnt, Safti. Aber krass. Ja, Der 2, 3 Meter Julian? reicht halt nicht, um da eine Waterworld draus zu machen. Ja, Ich gut, ich meine, sag hier an der mal. Küste sieht das vielleicht ein bisschen anders. Aber ich wohne hier 100 und ein paar zerquetschte Meter hoch. Mich tangiert das nicht. Frag mal die Leute in Holland. Ich sag ja, jeder oben an der Küste, ihr habt vor 2 Metern Wasserangst. Wieder da, ja, schön. Julian ist auch wieder da, dann können wir den Server jetzt auch starten. So, starte. Wir haben gerade so ein bisschen philosophiert, so storytechnisch, Julian. Wobei du wahrscheinlich auch weißt, wie die Story geht, ne? Oder weitergeht. Nee. Nee? Hattest du nicht ein Let's Play bis zum Ende geguckt gehabt? Nee, hatte ich nicht. Okay. Ja, also, wir haben gerade halt darüber philosophiert, ob jetzt wirklich mit Utopia Ende ist. Aber im Tagebuch ist halt noch Platz für 1, 2, 3, 4, ja, 4 bis 5 Einträge. Also wir könnten uns gut vorstellen, dass halt das nicht das Story-Ende ist, sondern wir da ankommen und es vielleicht zerstört ist oder so. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber die viel wichtigere Oder? Frage ist jetzt, funktioniert der Anker?
Oh, ja, das müsste ich dann mal... Funktionieren die Motoren? Also, es ist jetzt gerade oben der Anker. Ich schmeiß mal den Motor an. Wir bewegen uns, aber auf so eine Insel zu. Ich lenke mal nach links ein. Ich kann nicht mehr rückwärts fahren, oder? Oder hast du das Ding falsch rum? Ach, du hast das Ding jetzt andersrum hingestellt. Ja, sorry. Oh, wir haben einen Eisberg getroffen. Was? Das haben wir nicht. Was? Doch. Hinten. Ja. Ja, interessiert ja nicht. Ist was kaputt gegangen? Nein, da geht nichts kaputt. Es wäre übrigens gut, wenn irgendwer anders so, steuert, weil wie gesagt, mit dem, ich bin immer noch am Eis essen. Was ist jetzt eigentlich mit dem Anker? Wo schmeiße ich den denn jetzt hier? Weiß ich nicht. Ja, oben hast du so einen Hebel. Also ist er jetzt nach unten gegangen? Oben. Ist er ja. Jetzt runter? Ist er. Ja, ist er. Jetzt wieder hoch? Bei dem Anker-Symbol. Ja, kommt hoch. Alles klar, ja, dann funktioniert oben. Das jetzt. Sehr gut. Man kann es okay. Wahrscheinlich auch von hier unten steuern. Nee, kannst du nicht, wenn oben das Teil steht. Okay. Steht rein gesteuert. Stimmt, gesteuert durch Kontrollpunkte sehe ich jetzt okay, auch. So, dann haben wir gesagt, wir wollen die Schmelze bauen. Dafür brauche ich noch mehr Trockenziegel. Für Trockenziegel brauche ich die Nassziegel. Achso, ja, der Plan. Hatte ich ja gerade auch schon euch gesagt. Aber ich glaube, Julian hat das nicht mitgekriegt. Also, da die jetzt nicht da ist, machen wir dann Utopia nächstes Mal. Julian. Und dann ja. Farmen wir jetzt erstmal Titanerz. Dass wir alles so bauen können, was noch so fehlt. So, Nassziegel. Wie viele Ziegel brauchst du denn? Und Ton. Ich steck gerade Ziegel her. Auch 7 noch. Na gut. Die muss man irgendwo hinlegen zum Trocknen, ne? Mhm. Oh, hier ist schon alles fertig. Geh ich mal eben hier ein bisschen Batterien kontrollieren. Sieht gut aus. Bei den Netzen liegen mal so ein paar Ziegel. Das sieht noch gut aus. Da haben wir auch noch einen. Das sieht auch noch gut aus. Hier ist auch noch alles tutti. Also was auf jeden Fall hilfreich wäre, wären auf Dauer die besseren Batterien, ne? Also ich sag mal, für so ein paar... Geschichten wären die auf jeden Fall nicht verkehrt, gerade bei den Tieren. Und ich glaube, das Wasserding, das wird wahrscheinlich auch am ehesten ausgehen. Wir haben einfach mehr Kapazität, oder wie? Ja, ich schätze mal. Wie viel, weiß ich auch nicht. Ja, also im Moment könnten wir 2 Batterien herstellen. Ja, nee, aber erstmal die anderen Sachen. Ja. Und dann können wir mal gucken, wie viel wir tatsächlich gefarmt bekommen und dann noch ein paar mehr Batterien herstellen. Hat der Didi eigentlich genug gekocht? Bestimmt, oder? Ja, 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 doch. Ich denke, wir kommen damit eine ganze Zeit klar. Ist auf jeden Fall total spitze, dass wir jetzt immer Heidis Kopf hier reinstecken können zum für den Bioreaktor. Obwohl, den können wir ja dann auch umbauen, sobald wir genug Titanerz haben. Fahren wir denn jetzt gerade auf die nächste Insel zu? Ja, noch 400 Meter ungefähr. Okay. Bin ja mal gespannt, was das jetzt für eine Insel wird. Wieder eine Eisinsel oder... Hast du das genau abgezählt mit den 7 Stück, Julia? Ja. Okay, ist wieder eine Eisinsel. Oh, echt? Na gut, wie viele von den Schmelzen willst du denn bauen? Okay, ich hätte jetzt erstmal gesagt eine, weil so ewig. Ey, rechts war, ey, Safti, da hinten ist ein Unterge-Dingen. Können wir da noch einen vorbei? Untergehen. Ja, hier so ein komisches Teil, was dann absäuft. Vorne kommt gleich eine Insel.
Ja, ich weiß. Aber erstmal umdrehen und Floß holen. Ja, erstmal das Untergehdingen. Ist wichtig. Nehmt's nicht Untergehdingen, nicht, dass unser Floß noch auf komische Ideen kommt. Was? Quatsch. Unser Floß doch nicht. Hat eigentlich irgendwer noch den Namen auf dem Schirm, in dem wir das Ding getauft haben? Ja. Genau das. Übrigens, Diddy ist zwar nicht mehr da, oder? Aber Dankeschön, Diddy, für den Raid. Ich habe sie natürlich vorhin schon persönlich gesagt, aber soll ja nicht untergehen. Hast du schon? Ja. Okay. Ist nur eine Kiste drauf, glaube ich. Wir werden von diesem scheiß Floß weggezogen. Ach Mann. Was machst du? Ja, dieses blöde Floß ist gegen unser Floß gefahren. Er hat uns die ganze Zeit weggezogen. Aber es ist doch runtergegangen, wie kann es dagegen fahren? Ja, gegen unseren Motor. Und während es untergegangen ist, hat es uns noch mitgezogen. Ich würde mich mal gerne auf dieses Rad hier stellen, aber man säuft immer ab dabei. Insel voraus! Hm. Da ist eine Insel, da ist eine Insel. Ist das eine große Insel? Ja. Und auch wieder mit Schneemobilen und so. Erstmal was zu futtern holen. Aber ich frag mich noch, wofür wir überhaupt jetzt diese Stromkabel abgezogen haben von den Masten. Ja, damit wir das... Damit wir diese Kuppeln mit Strom versorgen konnten, um da reinzugehen. Ah, da waren so, die ganzen Türen waren zu und das Licht war aus und wir mussten da Strom dran machen. Ja, also wir haben das relativ schnell gecheckt, aber ihr wart irgendwie unterwegs und habt andere Sachen gemacht, sagt die. Ja, nee, das war das, wo Didi und ich uns falsch verstanden hatten. Also beziehungsweise wir... Zwei unterschiedliche Eingänge meinten. Aber wir waren richtig mit Didi. Ja. Nur du und Kerstin nicht. Ja, wir meinten halt einen anderen Eingang. So, also ich würde wieder nach einem Schatz suchen. Hm. Ich hol mir das Zeug vom Händler. Ich fahr blöd mit dem Schneemobil. Unter Wasser war hier nichts, oder? Nee, bei den Eisinseln nicht. Der Chat noch da? Sind alle so still geworden? Sind wir überhaupt live? Wer weiß, ich muss die Möwe töten. So. Also jetzt ich schnell wieder Stream. So. Miep, miep. Dann einmal ein bisschen hier hindrehen, so. Ja, soll wohl reichen. Du kannst noch ein paar Meter. Nee, wir bleiben jetzt hier. Motto. Falls dann angenehmer ist, im Nachhinein zu drehen. Und rauszufahren. Ja. Piep. Piep. Du weißt schon, dass du da so ein Gerät für hast und die Geräusche nicht selber machen musst, oder? Weiß, aber es macht manchmal keine Geräusche, dann mach ich sie lieber selber. Achso. Wenn das hilft und du dann auch einen Schatz findest? Manchmal vielleicht. Ich bin noch da, sehr gut. Julian, der Händler ist da noch links, ne? Komm mal her! Oh, ja, ich will ja mal gucken, was hier so oben ist. Nee, mein Loot. Hau doch nicht ab. Das ist eine unüberwindbare Mauer für ihn. Hier steht noch alles davor und ein Loot. Was? Ein Loot, was? Hier. Hä? Ich hab doch schon alles weggeholt. Ja, da steht aber noch was. Ah, da, Kunststoff, den habe ich nicht gesehen. Okay. Hm. Darauf erstmal schöne Überreste-Suppe. Lecker. Ja, komm, hier unten ist ein Bär. Oh Mann, ich will da hoch. Ah, nee, ich will nichts trinken, ich will schießen. Ich jetzt habe ich voll daneben geschossen. Ich muss kurz meinen Pfeil wiederholen. So. Ach, hier. Hast du nur einen Pfeil dabei?
Ja, wahrscheinlich. Nee, ich habe irgendwie so 30 oder so. Also ich könnte es mir vorstellen, so ist es nicht. Einfach so einen einzigen Pfeil. Piep. Und jetzt mal, wenn du getroffen hast, musst du da hinlaufen. Piep. Erstmal schön einen Cocktail. Piep. Loot, Loot, Hello. Loot, Loot. Ich verdurste. Tja, nicht unser Problem. Danke für deine Fürsorge. Kein Problem. Sind die Verkaufssachen hier eigentlich überall die gleichen? Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Ja. Ja, ich auch. Expertenhändler. Hm. Kannst dir sogar Wacholder kaufen. Ah, wir haben Rang 3, glaube ich, freigeschaltet. Ja. Ein Kühlschrank, okay. Boah, ich fortgeschrittene Vogelscheuche. Aidflasche. Okay. Lange Zugbrücke, kurze Zugbrücke, Surfbrett, Wikingerhorn. Wofür braucht man eine Fellflasche? Geht da noch mehr rein oder was? Ja, ich glaube schon. Also den Plan habe ich mal gekauft. Detailflanke. Was ist das denn? Ich kaufe den Plan einfach mal. Einfach alle Pläne kaufen. Einfach alle Pläne kaufen, die wir können. Darf ich die? Kannst du mir die Sonnenbrille kaufen? Nein! Nein! Ach man. Hört auf, es immer für unwichtige Sachen herauszuschmeißen. Ah nee, warte, ich habe ja meinen Bauarbeiterhelm, stimmt. Piep. 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 So, ich gehe mal angeln. Und dann komme ich nochmal wieder zum Händler. Ja, ich glaube, viel mehr Loot finde ich hier gerade nicht. Also. Ah, Hilfe. Ich wäre gerne nochmal mit so einem Schneemobil umhergefahren. Aber ich glaube, da ist hier gar keins. Und eine Höhle ist hier, glaube ich, auch nicht. Also zumindest habe ich keine gesehen. Hier liegt eine Kiste. Boah, der ist aber hartnäckig hier. Wo ist hier? Wenn du vom Händler aus Richtung Fluss baust. Richtung was? Wenn du Richtung Fluss läufst, einfach hinter so einem Baum. Hinter so einem Baum. Am Ufer unten. Direkt am vorm Eis. Ufer, da wahrscheinlich. Ah ja, da ich seh's. Biokraftstoff und ein bisschen Glas und ein bisschen Scharniere und ein bisschen Schrott. Hallo, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der denn? Hier. Also da, also, ne? Oh, meine Güte, der war jetzt aber anstrengend. Kommt ja, ich so einen glaube... Müllhaufen raus. Ich mag keine Müllhaufen. Ja, hier ist noch ein zweites Signal. Was war das denn? Julian hat wieder Quatsch gekauft. Ah, ich weiß, ja, ja. Quatsch würde ich es jetzt nicht nennen, aber, ne? Genau. Endlich können wir hier die Sachen vernünftig lagern. Deswegen hatte ich gerade auch bestimmt so Probleme, das zu finden. Hier sind einfach zwei Signale quasi direkt nebeneinander. Oder? Das ist doch wichtig, dass das da steht. Das sieht aber schick aus, also. Ja. Warte, hast du dir jetzt die Sonnenbrille gekauft? Die hatte ich schon vorher gekauft. Achso. Dann wird er direkt wieder eifersüchtig, der Kleine. Ja. Was ist das denn? Oh, ich habe ein Gemälde bekommen. Aber irgendwie so eine neue Kassette für das Radio haben wir bisher noch nie bekommen, ne? Oder noch nicht weiter. Nein. Ich habe jetzt drei Schätze hier. Also die haben wir bekommen.
Mach doch mal wieder piep, 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 piep. Bitte. Ah, zum Glück trocknen hier die Ziege, wo hier das ganze Zeit das Wasser drüber schwappt. Oh, Bäume können gefällt werden. Okay, dann noch da hinten irgendwo gucken. Es hat auch nicht, ob da auf den Schollen vielleicht irgendwo auch noch ein Schatz sein könnte. Das weiß ich auch nicht. Mach doch mal piep, 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 piep. Will er nicht. Da passt viel mehr rein. Wo rein? Wo passt viel mehr rein? In die neue Truhe fürs fertige Essen. Ach so, du meinst den Kühlschrank. Oder was? Ja. Okay. Ah, die haben einen Kühlschrank. Hört nur, dass Conny ihn selber sieht und du nicht das verrätst. Hallo, wir haben doch eben Jesse. Wir haben doch eben schon darüber geredet. Du hast davor geredet, dass es den da gibt. Ja. Oh, ich bin am Verhungern. Hilfe. Ich glaube, hier ist nichts mehr mit Schatz. Haben wir denn jetzt alles abgesucht hier? Alles schick, ja, doch. Und bei dir? Müsste alles leer gelootet sein. Habe ich eigentlich bei dir den Wochenplan verpasst, Jesse? Gab es einen Wochenplan für deine Streams diese Woche? Übersehen? Ach, nur das langt. Ja, gab es. Okay, dann hab ich den übersehen. So. Okay. Gut, können wir weiter, oder? Von mir aus können wir weiter. Ja. So, ich habe 4x Titanerz. Dann müssen wir irgendwann noch mal eine andere Kiste mit Insel mit Händler ansteuern. Ja, also ich werde jetzt sowieso irgendwie so fahren, dass wir also ein bisschen wegfahren von allen Inseln quasi. Dass wir vielleicht schon noch die mal Ziegel eingelagert oder was? Ja, habe ich. Okay. Diese Woche später, weil ich vorweg noch immer Sachen machen muss. Weißt du, da hat man jetzt endlich mal Zeit, morgens dann mal bei Jesse für eine halbe Stunde reinzugucken, das tut dir einfach nicht frech. Heute nicht gestreamt? Sogar Uni? Ja, aber später. Bin ja schon immer um halb. Schon ist gut. Bin ja um 8:30 bei Arbeit, beziehungsweise ja, so um, ich sag mal, grob 8 Uhr kann ich da nicht mal reingucken. Uni, kannst du einmal forschen gehen? Klar. Was denn? Was haben wir Schönes zum Forschen? Die Feldflasche zum Beispiel. Ah, okay. Also wir haben eine fortgeschrittene kleine Anbaufläche. Eine ausgeklügelte Parzelle, auf der du mehr Pflanzen anbauen kannst. Dann haben wir eine Detailplanke, fügt ein Floßdesign Details hinzu. Okay, und eine leere Feldflasche kann mit viel Wasser gefüllt werden. Oha. Also mit der Planke habe ich schon Sachen gesehen, da kannst du super dich durch Türen wagen. Durch Türen backen. Ja, also kommt durch verschlossene Türen durch. Oha, eine Fellflasche kostet 4 Metallbarren. Wenn wir jeder 2 haben. 40 Metallbarren. Ja. Können wir uns das leisten? Ja. Okay. Ja. Metall haben wir sehr viel. Und wir haben ja gefühlte 20 Stacks an Bolzen und Scharnieren auf Lager. Wann spielst du denn eigentlich mal wieder mit, Jesse? Ich hätte eigentlich gehofft, du sagst heute schon Bescheid, dass du Zeit hast.
Oder hält dein Monktab hier nicht mehr aus mit uns? Und ist wieder mal eine tropische Insel. Die sind hier viel da vorne hier ist auch. Eine kleine Insel nochmal. Ja. Die würde ich einmal mitnehmen. Und es werden gerade wieder zwei Inseln auf dem Radar angezeigt. Vielleicht ist das mal eine normale wieder. Wow. Entweder sieht sie es nicht oder sie gibt keinen Kommentar ab. Warum hast du so eine geile Brille? Ich will auch so eine geile Brille. Die passt voll gut zu meinem... Eben hast du gesagt, das ist verschwindet. Also... Wie teuer ist denn so eine Brille? Dafür muss man fleißig angeln und so. Morgen früh habe ich früh im Auge. Da bin ich gespannt, Jesse. Ich wollte eigentlich, aber Real war heute kacke. Musste auch Stream abbrechen. Oh, okay. Ja, ich komme im Moment selber auch gar nicht zum Gucken. Tatsächlich. Ich würde so gerne immer, aber... viel um die Ohren im Moment. Hab mit der neuen Arbeit und ich muss auch noch umziehen und ja. Viel zu tun momentan. So. Kann ich Schatz suchen? Ach, sind wir schon wieder bei einer neuen Insel? Ja, kleinere, aber ja. Ich muss mir erstmal einen neuen Detektor bauen, weil der ist jetzt gerade ziemlich hinüber. Ich glaube, es liegt noch einer in der Ausrüstungskiste oder die unten drunter. Ich höre eine Möwe. Ah. Okay, gut, habe ich das. Okay, ich mache dir keinen Stress, kommen aber andere Zeiten. Gucken, ne? Also arbeitstechnisch erstmal nicht. Das wird erstmal eine ganze Zeit so bleiben jetzt. Wir haben zu viel Holz. Eigentlich können wir nicht zu viel Holz haben. Das könnte ich ändern? Das könnte ich ändern? Ja, dann änder mal. Weil ich habe 25 Holz oder so im Inventar, die ja, so weit passen. Ja, seid bitte nicht ganz so, ne? So ein bisschen Holz dazu haben ist nicht verkehrt. Ja, wir haben eine Kiste voll. Ja, deswegen... Okay. Ich sag's nur, beim letzten Mal, als wir gesagt haben, so irgendwas haben wir zu viel, war irgendwie alles weg. Ja, weil dann jeder sich gedacht hatte, ach komm, einfach wegmachen. Okay, also ist weggelootet. Gestern ist aber, glaube ich, noch schwimmen, ne? Ja, ich bin unter Wasser noch am Looten. Ich auch. Du musst mich auch erst um Heidi kümmern. Ich Heidi? Nicht. Die brauchst du nicht kümmern. Die braucht keine Zuneigung. Die kommt von ganz alleine. Die fordert immer sehr viel Zuneigung von mir. So. Ich brauche noch Essen für den Didi zum Kochen, beziehungsweise aktuell macht es, glaube ich, Kerstin, ne? Ja. Bock! Das hört sich anstrengend an. Aber gleich schmeckt besser, ne? Muss mir einen neuen. Ist nicht. Haken also, du kochst quasi gerade mit dem Käferfleisch. Ich habe noch kein Fleisch gekocht. Nicht? Das fasse ich nicht an. Ja, andere Zeiten war man sich an den Stress gewöhnt irgendwie. Ja, momentan ist eher so freizeitmäßig schwierig, so halt wegen Umzug. Da bin ich jetzt gerade viel am Machen und Tun. So. Erstmal hier den ganzen Stuff jetzt rausräumen. Ganzen Quatsch hier loswerden. Und dann craften wir mal jetzt auf jeden Fall das elektrische Schmelzdingen da. Ich habe schon Leiterplatten und so vorbereitet gehabt, ne? Willkommen im Club, Conny. Ja, du bist auch momentan dran, ne, Frank? Leiterplatten hast du schon vorbereitet? Wo hast du die denn reingeschmissen? Ja, ich glaube in der Hergestellt-Kiste. Ah. Ich weiß gar nicht, 2, 3 Stück. Na, guck mal, so. Okay, ich baue jetzt erstmal nur ein. Wow. Alter, das Ding ist ja monstermäßig groß. Also ich würde mal vermuten, dass da die normalen Batterien wahrscheinlich auch ziemlich schnell weg sind. Oha, okay, man kann auch direkt 3 Stück reinbasteln. Dann sollten wir vielleicht... Ja, einmal leer schmelzen quasi und
Okay, der braucht auf jeden Fall eine Dingens. So, ich habe jetzt alles außer Steine und Schrott gelootet und Heidi ist wieder da. Ich loote alles, was ich finde. So, eine Battery hole ich mal eben. Ja, wahrscheinlich wird die kleine ziemlich schnell down sein. Müssen wir mal gucken, ob wir da eine größere brauchen dann. Alter, ist das Ding groß. Ja, das ist voll das Monster. Boah. In der Größe hätte Didi gerne einen bestimmten Grill. Ja, es gibt ja noch einen elektrischen Grill. Haben wir auch schon erforscht. Ja, aber... Also wenn wir alles auf Dingens umstellen... Wollen wir mal versuchen, die elektrische, die verbesserte Vogelscheuche zu bauen. Vielleicht scheucht die besser. Die elektrische Vogelscheuche... Ja. Die Vogelscheuche. Wo haben wir die denn? Hast du die überhaupt gekauft, Julian? Die Münzen waren alle. Nein! Die war relativ teuer, glaube ich. Leder und Kunststoff. Ja, du hast jetzt nochmal die Chance. In 900 Metern sind wir bei einer neuen großen Insel. Ich muss halt erst angeln fertig, ne? Ja, dann bringt das sieh mal so zu, dass du schnell fertig bist. Ne? Bei dir zieht sich das schon seit 3 Monaten. Wow. Na gut, ich sag mal, bei mir wird sich das jetzt halt auch ziehen, aber ja, es stehen relativ viel Renovierungen in der neuen Wohnung, in Anführungsstrichen, an. Kunststoff. Machen wir jetzt einfach mal 2 von den Flaschen. So, dann packe ich die Flaschen erstmal hier rein, weil kann man ja noch super nutzen für. Ne? Für ich glaube, in die Feldflasche kann man doppelt so viel packen wie in die normale Flasche. Ja. Alter. Gut, auch mal ihr Zeit. Könnt die auch an dem Wassersammler hier vorne voll machen, ne? Ja, das mache ich eigentlich immer. Ach, wenn was da ist, nehme ich das eigentlich immer. Also ich fülle das voll und wenn da nichts da ist, nehme ich das aus dem Wassersammler. Es ist nur übrigens praktischer, wenn die Batterie voll wäre. Musst du dem Batteriebeauftragten sagen. Wer ist denn der Batteriebeauftragte? Und du hast gerade gesagt, ich guck mal nach den Batterien. Das hat mich jetzt zum Batteriebeauftragten gemacht, ja? Ja. Ah ja. Okay, dann sagt der Batteriebeauftragte jetzt, wenn ihr da sowieso Wasser auffüllt, guckt nach der Batterie. Renovieren ist da nicht mal mit eingerechnet. Okay. 600 Meter noch, dann sind wir bei der nächsten Insel. Und ich hoffe, dass mal keine Eisinsel ist. Weil die Eisinseln sind irgendwie ein bisschen lame. Ja, ich finde die auch nicht so... Ne? So, ne? Genau. Ey, jetzt sind hier voll viele von den großen Inseln auf dem Radar. Ist doch gut. 5 Stück. Ist doch gut. Beschwer dich doch nicht. Ja, ich weiß. Ja, ich sollte auch keine Beschwerden. Hör auf dich zu beschweren. Es war eine Verwunderung, Mensch. Was machst du da, Julian? Oh, rechts Raft. Schnell rechts. Das qualmt aber ganz ordentlich hier. Dein Moped. Was qualmt? Hey, hier drüben die oberste Etage nicht auch alles. Das wäre richtig bitter. Stell dir vor, da würde jemand mit einimplementiert werden. Einfach mal so, zack, da oberste Etage weghuckeln. Wäre richtig kacke.
Wer geht gleich auf das Floß drauf? Kann ich gut machen. Heiß Möwen immer. Ach was, Räucherware hält sich länger. Stimmt. Da muss ich dir recht geben. Oh. Wo ist sie? Muss ich Motor ausstellen, Conny? Och, es ist schon wieder eine Eisinsel. Oh, nee. Ich stell mal ganz kurz aus. Bist du wieder drauf, Conny? Hä? Ich bin noch gar nicht da. Hä? Nein, ich meine, du bist doch... Ach so. Bist doch gerade ins Wasser gefallen. Nein, oder? Dafür brauchst du nicht anhalten. Gib Gas. Okay. Meld mich wohl, wenn ich nicht hinterherkomme. Haha, wieder eine Eisinsel. Andererseits haben die Eisinseln immer viel Titan dabei und wir brauchen nicht tauchen gehen. So. Ja, schon. Go, go, go. Ja, weiß ich nicht. Ich mag die irgendwie nicht so. Wir müssen mal überlegen, ob wir jetzt nächste Woche Dienstag machen. Apropos, Frank, wie sieht's aus mit deiner Challenge? Oh, das ist wieder eine Eisinsel mit einem Schneemobil. Mit einem Jetpack. Jetski Waffe. Ja, Jetpack, ja. Jetpack wäre richtig cool. Ah, ich habe mein Speer weggeworfen. Bin dran, ich glaub, nur gerade die fliegen. Einmal die Sonne fliegen. Nee, ist ja gut. Alles gut, Frank. Soweit ich das verstanden habe, hat die nächsten 150 voll. Ich habe keine Ahnung, wie lange der braucht. Aber ich denke, es wird in nächster Zeit erstmal darauf hinauslaufen, dass wir den Dienstag dann für Subnautica nutzen werden. So. Für Dienstags dann halt kein Uni spielen, sondern Subnautica. Das kommt mir nämlich im Moment auch ein bisschen gelegen. Also die Arbeit ist gerade für mich tatsächlich sehr anstrengend, kopftechnisch. Und ich glaube, das hat man die letzten zwei Dienstage wohl gemerkt. Das ist so ein Spiel, wo ich nicht viel nachdenken muss, ganz gut. Und wenn ich eure Challenge spielen muss, dann muss ich immer nachdenken. Ansonsten werde ich sterben. Oder die Duplikanten. Ja, nicht Jetski. Warum will ich immer Jetski sagen? Weiß ich nicht. Verdammt. Jetpacks. Conny, Eisbär? Ey! Ruhige dich! Oh Gott. Ey, der konnte schweben. Wie frech war das denn? Darfst du schweben? Du hast ja mal viel in Popo geschossen. Ja, ich hab mein Bestes gegeben. Wobei auch zwei daneben gegangen sind, die sammle ich gerade mal eben wieder ein. Hätte sie auch umdrehen und mich versuchen können anzuknabbern. Wollte er aber nicht. Nee, ich bin wohl schmackhafter. Ich ihm in den Popo geschossen. Juhu. Oh. Kaputt. Oh. Definitiv, aber es gibt ja die Challenge-Regel. Das stimmt. Einer muss sterben. Und ich glaube, in der letzten Challenge habe ich das ja auch nicht gemacht, ne? Verdammt. Minibase ist auch keiner gestorben. Ich meine, die Alternative wäre, dass wir uns für dienstags nochmal wieder eine längere Boni-Challenge ausdenken. Oder ich mir ausdenke. Also Ideen wären schon wohl da, aber... Ja, im Moment würde ich Dienstags dann tatsächlich erstmal wieder irgendwas bevorzugen, wo ich nicht viel denken muss. Ich will auch noch mal legen. Der Kraffel, der spielt ja momentan montags Kena. Und ich finde das Spiel ja so geil, ne? Ich will mal legen, ob ich den Hard-Mode nochmal für Kanalpunkte reinstelle. Weil da werde ich, glaube ich, ganz schön dran zu knacken haben. Aber Bock hätte ich da schon wohl drauf. Ich fand das Spiel echt cool. Hallo Eloan, ich grüße dich.
hätte da schon wohl Bock drauf. Und der Hartmut, das wäre nochmal eine richtig coole Challenge und auch eine echt krasse Herausforderung. Ich weiß halt nicht, wie anstrengend das werden würde. Wahrscheinlich sehr anstrengend. Ich bin für mehr Raft. Eloa, du bist doch gerade erst reingekommen. Kannst du dir noch mehr Raft wünschen? Ich bin dafür, dass Conny Hollow Knight spielt. Ich weiß halt auch noch nicht, wie lange Raft überhaupt noch geht. Also, wie gesagt, wir haben ja die Vermutung, dass es nach Utopia noch weitergeht. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass wir da allerspätestens, weiß ich nicht, so Anfang Dezember wahrscheinlich schon wohl mit durch sind. Weiß es nicht. Dann müssen wir auch erstmal quatschen, so wann wir mit dem nächsten Projekt überhaupt starten. Und so. Shit, ich habe nichts zu saufen dabei. Ich habe zwei leere Flaschen da. Kann mich jemand abholen? Wo bist du denn? Bin beim großen Funkturm, der rot leuchtet. Ging leider nicht eher. Alles gut. Es sind aber zwei Funkturme da, ne? Okay, ich stehe bei einem. Nicht der, der auf der großen, nicht der in der Mitte, sondern der außen. Ah ja, dann komme ich dich abholen. Warte. Nicht der eine, sondern der andere. Alternativ ja, ich kannst weiß, du mir was zu trinken mitbringen oder, ja, eine volle Flasche, dann tausche ich eine volle Flasche mit dir. Warte. Weil dann kann ich nämlich jetzt gleich mal weiter nach Dingen suchen, nach Schätzen. Warte, so. Ich bin hier bei einem Funkturm, aber irgendwie ist hier keiner. Ja, ich bin bei der falsche. Ja, schön. Da hinten ist so einer. Ich hab Conny schon was zu trinken gebracht. Was hältst du von Cult the Lamp? Das sagt mir gerade nichts. Also hier, Hollow Knight, ne? Das wird auch wieder eine richtig anstrengende Geschichte. Warum anstrengend? Weil Hollow Knight anstrengend wird. Ja, würde ich nicht so sagen. Nein. Also vielleicht der ein oder andere Boss beim ersten Mal spielen. Also an Kena fände ich es halt geil. Es wird natürlich knackig scharf. Also es wird schon sehr knackig. Aber erstmal finde ich, dieses Spiel ist einfach zu kurz geworden. Ich hätte so gerne noch weiter gespielt, aber nur auf 100% latschen finde ich halt immer ein bisschen lame. Ich habe einfach instant Bock gekriegt, das Spiel wieder zu spielen, als Kraffel damit angefangen hat. Ist ein Roguelike-Game, was heute im Release ist. Ein Roguelike-Game? Ich weiß, ich kann mir da jetzt gerade nichts drunter vorstellen. Was ein Roguelike ist, oder was? Ja. Roguelike, also zumindest soweit ich das kenne, da kämpfst du dich durch ja so verschiedene Ebenen vom Spiel, sag ich mal, wo es immer schwerer und schwerer wird nach und nach. Und wenn du einmal stirbst, ist alles weg und du musst wieder von ganz, ganz vorne anfangen. Kennst du Binding of Isaac? Den Namen kenne ich, weil Aki hatte da mal von gesprochen gehabt und dann habe ich es gegoogelt. Aber ich habe mir tatsächlich nicht viel dazu angeguckt. Das ja, okay, aber es ist quasi dann so randomized, vermute ich mal, ne? Ja, kann man schon sagen. Eine Kopfbedeckung für dich. Ja, ja, ja. Also randomized und es gibt kein richtiges Ende. Geil. Wie sieht das aus? Na gut. Ach, wundervoll. Was steht hier? Ja, ich kann es nicht sagen, Leute. Also, es steht ja noch eine Challenge von Frank an, wann ich die kriege, weiß ich nicht. Die nächste Challenge steht quasi in den Startlöchern, spätestens von Didi. So, ich glaube, Kerstin hat auch wieder genug für eine Challenge. Ja. Ja, aber ich habe auch momentan gerade so gar keinen Nerv da drauf, eine zu starten. Das kann sich natürlich in 2-3 Wochen wieder ändern. Aber ich glaube, es wäre mal was cool, wenn wir mal wieder was anderes da einschieben. Da muss noch ein Namensschild dran oben, Safti. Was? Ein Namensschild? Ja. Ja, in der Forschungsstation war da auch ein Namensschild drin. Eine Option wäre auf jeden Fall auch Pokémon. Hatte ich ja drüber nachgedacht, ob man nicht die Nuzlocke-Challenge spielt.
Ich glaube, das könnte im Stream tatsächlich doch sehr witzig werden. Auch für die Leute, die jetzt nicht unbedingt was mit Pokémon anfangen können. Also Julian, es gibt nichts wie ein Namensschild dafür. Nein, ein Schild, einfach ein Schild davor stehen. Ach so. Ja, warte, dann das kann ich machen. Hallo Krillo, ich grüße dich. Oder ist aber ein. Ich habe ein Tiki-Teil bekommen. Was ist ein Tiki-Teil? Weiß ich nicht. Aber ein sehr ungewöhnlicher Besuch hier zu Raft. Ja. Krillo, hast gerade nichts vor, kannst mit reinkommen. Ja, noch ein bisschen. Wir spielen noch anderthalb Stunden. Weiß gar nicht, hast du das Spiel überhaupt? Glaub nicht, ne? Na, 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 na. Na, hier. Na, du, wie schaut's? Gibt auch neue Sachen zu forschen wieder. Eigentlich wollte der Krillo ja sowieso mal mit uns zocken, ne? Hm. War da nicht mal was? Wie gesagt, ich schau mal rein, wenn ich Zeit hab. Wie lange spielen wir jetzt schon Raft? Lang genug. Hallo? Hörst du auf zu zappeln? Hallo, du bist tot. Was tust du da? So. Ich habe alles. Ich habe einen Tiki gekriegt. Ich muss gleich noch eben was essen, dann gucke ich mal, ob ich Raft habe. Bin ich gespannt. Ich glaube aber nicht. Das hätte ich jetzt gewusst, ob du das hast bei Steam. Na, na, na. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Ja, hat einmal Heidi über unser Floß geschwommen. Ich mach die öfter. Das ist normal bei dir. Ja. Ich komme auch leider wegen der Arbeit momentan überhaupt nicht dazu, Krillo-Videos zu gucken. Das ist echt ein bisschen schade. Julian, passt das so mit dem Schild? So. Wo ist denn eigentlich unser Raft? Ja. Das sieht sehr gut aus. Ich komme gleich wieder und das ganze Raft ist umgestaltet. Ja, hier ist das Raft. Hier. Hier? Du musst einfach nur dahin laufen, wo unsere Stimmen herkommen. Ah, okay. Genau. Easy. Hier, Conny. Hier. Ich würde ja sagen, füllt das Wasser auf, aber das hört sich ja auch überall gleich an. Ja. Oh, ich habe heute noch gar nicht mit Jesse geknuddelt. Ich hole das mal nach. Jesse? Die ist da im Chat. Ja. Du brauchst nicht. Also du kannst da mit ihr knuddeln. Okay, knuddelt Jesse auch zurück? Nee. Ja, das habe ich gehört. Mach das weiter. Nee, tut sie nicht, aber sie ist flauschig. Das kriege ich hin. Ich höre was. Ich höre was. Ich kann die nicht so ganz definieren, aus welcher Richtung das kommt. Halt mal ruhig. Doch, irgendwie von da, glaube ich. Ich finde das hier eigentlich am besten. Ja, eigentlich schon. Davon bräuchten wir irgendwie so 4-5 Stücke oder so. Weil den gemein ist, man sieht das Raft einfach mal wirklich erst, wenn man näher dran ist, ne? Das ist das Horn von Gondor. Könnt ihr weiter ranfahren? Dann können wir vielleicht das Schneemobil mitnehmen. Das wäre voll cool. Ja, ich kann es versuchen. Mit einem drauf zu hüpfen, aber es hat nicht funktioniert. Warte, ich kann es versuchen. Gib mir 2 Sekunden. Oh, warte, nee, so rum wollte ich eigentlich nicht drauf zufahren. Egal. So. Boah, ich krieg schon wieder voll den Drehwurm. Sind wir so nah dran, wie es geht? Jetzt. Ja! Ja, wir haben es dabei. Läuft. Wirklich jetzt? Nein! Es ist. Ja, du bist so schnell abgehauen wieder. Ich bin gar nicht abgehauen. Nee, wir bräuchten eine Aufladefläche für die.
Dann wird das gehen. Wir bräuchten hier hinten noch eine Ladefläche. Ja, einfach hier vorne nur den Anker. Und ich wette, die fahren auch auf Sand. Ja, das hatte keine Kollisionsabfrage mit dem Holz. Es ist durch das Holz durchgefallen. Nee, das Problem ist, ich kam nicht weiter. Ja, du standst hinten noch auf der Eisscholle. Mehr Parkplätze. Vorne warst du quasi im Wasser. Bei der nächsten Insel probieren wir das aus. Wir bauen da was an und dann schauen wir mal, ob wir... Die Eisbären sind süß. Ja, die sind voll lecker vor allen Dingen. Conny, du hast meine tolle neue Brille noch gar nicht gesehen. Die hat Julian mir gekauft. Schön. Sieht gut aus, ne? Kann er voll tragen. Ja, vor allen Dingen siehst du jetzt viel hübscher aus als vorher. Wie sag ich ja. Dankeschön. Bitte. Kein Thema. Achso, Julian, ich habe noch eine Metallange für dich. Ich habe übrigens neue Gemälde und ein Tiki. Okay, was ist ein Tiki? Kennst du nicht ein Tiki? Ja, aber... Hä? Wer hat denn Scrubs geguckt, hä? Huh? Nee. Julian? Ich nicht. Nee. Auch nicht? Mein Gott. Nicht durchgängig. Ja, hab's auch die Tikis von Turk und JD. So witzig. Nur wenn Unglück da war. Ich habe übrigens 3 Titanerz. Wupp, wupp. Ich baue mal wieder Bäume ab. Conny? Ja? Kommst du einmal forschen und dann kannst du dir oben noch was Neues angucken. Hier, geh mal in forschen. Okay, wir kriegen jetzt eine fortgeschrittenere mittlere Anbaufläche und eine fortgeschrittene große Anbaufläche. Der Hammer. Vielleicht können wir dann da auch die, was waren das, Erdbeeren, ne? Ja, wieso? Oder? Konnten wir die nicht anpflanzen? Das klingt cool. Ich habe halt keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie mehr bringt. Also, ob also da mehr... steht dabei, dass du mehr Pflanzen auf eine Fläche kriegst. Quasi. Ja, aber haben wir dadurch auch mehr Ausbeute? Weiß ich nicht. Weil das war doch also das Problem Fläche, bei den Erdbeeren, oder? Pro Fläche schon. Aber... Zu den Erdbeeren hatte ich, glaube ich, nachgelesen, die sind limitiert. Und es spielt, glaube ich, auch keine Rolle, wo man die anbaut. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was bringt denn die bessere Anbaufläche bei den Bäumen? Weil das sieht für mich so aus, als wenn das immer noch ein Baum ist. Vielleicht wachsen die schneller. Ich weiß nicht, lohnt das dafür, das jetzt umzubauen? Eigentlich nicht. Aktuell ist ja aber nicht so das Problem, dass wir irgendwie... Nee, wir gehen sowieso ja immer hin, so, und die sind sowieso schon fertig gewachsen. Also, ja, wir sind ja nicht wirklich angewiesen auf das Holz davon. Krillo zeichnet gerade hier die besten Wortwitze. Ob das mehr bringt? Das ist doch schon genug mehr. Hat Conny sich Manfred gar nicht angeguckt? Wer ist Manfred? Ja. Du bist ja, die ganze Zeit rumgelaufen. War das die neue Vogelscheuche oder was? Ja, Manfred. Ja, das ist Manfred. Ah, wow, Manfred. Du siehst aber nett aus. Und der macht jetzt voll Terror, wenn da was ist? Weiß ich nicht. Na, ob der Terror macht, ob die Vögel gar nicht mehr anfliegen. Vielleicht sollten wir alle da hinten stehen, dann sehen wir. Warum steht hier eigentlich ein Bett? Weil ich das einmal gebaut habe, Julian gegeben habe und Julian hat es hier oben hingebaut. Los, Vögelzens. Wo das hingepasst hat. Das sieht hier oben einfach aus wie ein riesiger Müllhaufen mit den ganzen Klamotten, die wir hingesetzt haben. Vögel, los, landet! Siehst du mich, Saftig? Ja, ganz knappsichtig, aber nicht so gut. Jetzt sind noch 2 Hyopais, ne? Der eine guckt den anderen gerade mit dem Fernglas an, während der andere am Angeln ist durch den Boden. Ja, solange es funktioniert. Manfred, das melancholische Mutterhöhnchen. Na, okay. Was sagt denn eigentlich die nächste Insel, sagt die? 800 Meter noch. 850. Erstmal eine schöne Zwiebel. In den Kühlschrank getan. Hä? Was? Hier sind Blueprints im Kühlschrank. Dann hat wahrscheinlich Julian was rausgenommen. Große Anbaufläche, Feldflasche, kleine Anbaufläche. Detailplanke.
Die Blueprints haben wir eingetan vorhin. Die Blueprints müssen auch mal gekühlt werden. Hat der Krimmel denn jetzt nachgeguckt, ob er Raft hat? Er hat, glaube ich, nichts geschrieben, ne? Recht. Was ist jetzt eigentlich, was wollen wir mit Holz machen? Ich habe mittlerweile schon 65 Holz in meinem Inventar, die nicht in die Kiste passen. Ja, alles, was nicht in die Kiste passt, passt in den Müllschredder. Auch Holz? Geht das da rein? Ja. Ja. Geht alles rein. Ah, okay. Also diese Basisressourcen gehen da alle rein. Okay. Irgendwie hat gerade kein Bock mehr, ein Vogel zu kommen. Das finde ich ganz schön frech. Vielleicht kommt einfach keiner mehr. Ich verstecke mich schon extra hier. Ja gut, das kann wirklich sein, dass sie vielleicht gar nicht mehr anfliegen, weil Manfred zu gruselig ist. Das wäre jetzt frech. Ich habe eigentlich gehofft, dass Manfred dann vollkommen ausrastet oder so. Hat er eine Batterie gebraucht? Nein. Weil er leuchtet so mit seinen Augen. Das ist eine Brille. Besondere Technik. Ah. Okay, dann kommen die wahrscheinlich wirklich nicht runter. Ich habe gedacht, der bewegt sich so ein Dreck. Es wäre cool gewesen, wenn die hergekommen wären und dann hätte der einfach um sich geschlagen und wir hätten immer das Fleisch aufsammeln können. Das wäre auch toll gewesen. Das wäre, glaube ich, mehr so die Don't Starve Together Lösung. Jessin hat heute geschrieben, sie vermisst Kunigunde. Ja, Kunigunde. Das wäre tatsächlich nochmal was wir machen könnten, wenn wir Raft durch haben. Ne? Mal so ein, zwei Folgen Don't Starve Together spielen und mal die neuen Inhalte uns angucken. Ist ja jetzt stimmt, da gab es ja dieses Update mit diesem Affen da, das Wickerbottom-Rework. Ja, also da wäre auf jeden Fall mal was, so ein bisschen, was wir uns mal wieder angucken könnten. Ich weiß halt auch nicht, wann wir mit dem nächsten, das nächste wäre dann halt Valheim, wann wir damit anfangen. Für den Vogel? Ja, bei den anderen Anbauflächen. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Manfred. Noch einen Manfred? Ja, und den dann bei den Beeten hier hinsetzen. Sagst du, du siehst die Insel da? Was? Insel? Oh, ja, habe ich gesehen. Also eher nicht so. Wir haben jetzt den besten Steuermann der Welt. Der gerade nicht die Titanic machen wollte, auf eine Eisscholle zu raste und dann sagt, ich bin mal kurz weg. Also, unglaublich. Wäre ich nicht nur da reingeprescht, hätten wir die Titanic gemacht. Stimmt nicht. Doch, doch. Nein. Hundertprozentig. Nee. Ja, mein Detektor schlägt schon jetzt aus. Ist das Angriffshorn? Ja, Angriff auf die Insel. Das Angriffshorn von Gondor. Wie hieß denn jetzt überhaupt unser Raft? Kann das überhaupt keiner mehr sagen? Senkblei hieß es. Senkblei? Eklig? Nee. Das war nicht der Name. Quatsch. Nein. Was hieß denn dann so? Senkblei? Weiß ich nicht. War das Kenterprise? Kenterprise, das genau. Das war voll der Kackname. Das auf jeden Fall mit zur Auswahl. Ich weiß aber nicht, das war voll der Kackname und deswegen habe ich den auch nie so genannt. Du warst, glaube ich, für Flotte Lotte gewesen. Ja, genau. Oder wir einigen uns darauf, dass alles, was schwimmt, worauf wir fahren können, ist einfach Badeente und fertig. Das können wir uns wenigstens merken. Ja, Badeente können wir uns merken. Weil wir werden ja bei Valheim genau das gleiche Problem haben. Ja. Werden wir aber wahrscheinlich mehr als ein Boot haben, oder? Warum? Also ja, kann man natürlich praktischerweise haben, aber... Es macht ja auch Spaß mit mehreren auf längere Touren natürlich zusammen, das ist klar. Das ist dann Badeente 1, Badeente 2, Badeente 3, Badeente 4. Ja, aber es gibt ja dann noch die Mini-Enten und es gibt die großen. Das sind dann eher so die Badeschwäne. Ja, weiß ich nicht. So viel Valheim habe ich noch nicht gespielt. Gute Nacht. Wolltest du uns schon wieder verlassen? Hallo? Erst deutet er an, dass er mitspielen will und dann. Ja, dann kriegen wir nicht mal eine Antwort, ob er das Spiel hat. Nee, also Jesse hat eben geschrieben, dass ihr die Augen zufallen. Ach so. Vielleicht war das da drauf. Ach so, oh, okay. Gute Nacht, Jesse. Und ja, wenn du morgen früh direkt wieder am Stream bist, bin ich dann da. Essen. Danke, dass du da warst, Jesse. Tschüss. Nein, Jesse, okay. Aber uns fehlt immer noch die Antwort darauf, ob Krillo das Spiel hat. So. Okay, Schätze sind alle weg. Sieht's unter Wasser aus?
Weiß ich nicht. Ich war noch nicht unter Wasser. Ich war nicht, ich bin am Kochen. Ich musste mir erst meine Axt bauen. Okay, Frage, gehen wir noch unter Wasser? Weiß ich nicht, eigentlich brauchen wir es nicht. Ich baue nur noch kurz die Bäume ab, obwohl wir eigentlich selbst die Bäume nicht bräuchten. Au, Heidi! Kokosnüsse nehme ich wohl zum Kochen. Ah ja, gut, ja, dann baue ich Bäume doch ab. Ich weiß es, ich bin am Tablet. Okay. Und so ein paar Würfel bräuchte man auch, wenn wir noch was kaufen wollen. Ah ja, stimmt. Soll das heißen, wir gehen jetzt doch wieder unter Wasser? Nein. Wir haben genug Holz, würde ich behaupten, ja, dann... um da trotzdem auf dir zu bauen. Warte, ich bin gerade noch am Baum abbauen. Immer jemand fleißig am Melken? Nee, da melkt keiner. Es ist Jessi-Milch. Ja und? Das wusste mal keiner, was er mit der Milch machen soll. Es gibt jetzt ein Rezept mit den Bananen. Aber ich habe immer die Jessi-Milch dann so getrunken und alle fanden das irgendwie komisch, deswegen habe ich das gelassen. Warum ist der Motor an? Was soll das? Wer war das? Aber nur einer. Frechheit. Jetzt ist der andere an, wahrscheinlich. Ist, der ist ja schon wieder da. Ich hätte gehofft, wir könnten ihn zurücklassen. Frechheit. Was, Grillo? Boah, das ist aber richtig frech. Übrigens nochmal danke, fast vergessen. Also, für den Follower. Das ist aber frech, Grillo. Ich glaube, da ist mal wieder eine normale Insel. Eine normale? Also eine normale große Insel. Das wäre natürlich cool. Das heißt, jede Menge Titan. Und Pilze. Ich liebe Pilze. Bedeutet, wir können wieder Hai haben. Hast du da gar nicht erzählt, Conny? Nee, habe ich nicht. Aber Pilze... Da könnte ich euch was erzählen. Conny, der Pilze mag? Da könnte ich euch was zu erzählen. Das ist der Hammer. Au! Wer war das schon wieder? Das kann nur Safti gewesen sein. Nee, war die gewesen. Wir müssen mal... Also, wenn wir das nächste Mal Raft spielen, spielen wir übrigens mit PvP-Schaden. Hast du schon so häufig gesagt und hast das nie gemacht. Ja, ich habe vor allen Dingen nie ausprobiert, ob wir das nachträglich anstellen können. Das wäre so der Hammer. Nach 10 Minuten sind alle tot. Ich hoffe, du hast sie jetzt Boden. Gute Nacht, Jesse. Danke, dass du da warst. Tschüss. Bis morgen. Erzähl mal, Conny, was denn? Mit Pilze? Oh. Mit Pilzen. Sag da nicht so laut, dann höre ich nicht mal auf. Hier gibt's ganz tolle Fische. Rotfeuerfisch. Ganz tolle Fische? Ja. Kannst du die auch verkaufen? Nein. Achso, das sind die Händlerfische, ne? Ja, Mondfisch. Na, okay. Ah, du warst so langsam, Heidi. Warum fährt denn das Floß? Das Floß fährt, weil wir hier noch nicht auf die Insel drauf können. Er fährt an meinen Loot geklaut. Darf die? Ich nicht. Was denn, Kerstin? Ich denke, Julian ist schon auf der Insel. Nee. Hä? Nein. Ich Angler. Ah. Zeig mal, wie machst du denn das jetzt hier, Kerstin, so? Schön da mit der Bohrmaschine und dann... Ist doch keine Bohrmaschine, ist ein Außenbordmotor. Oh, stimmt. Da unten, keine Ahnung, was das mal war. Das ist eine Felge auf jeden Fall mit... Okay, das ist schwierig. Weiß ich nicht, was da noch drauf ist. Sieht aus wie so ein kleiner Gastank oder so, der aufgeschnitten ist. Na, vielleicht. Ich glaube, der Biokraftstoff ist gerade leer. Was? Das kann nicht sein. Ja, das Dingens fährt gerade nicht weiter. Warte, ich höre immer auf. So. Du bist hier der Steuerheini und so alles. Das gehört alles zu deinem Job. Aufgefüllt habe ich nie. Das war nie meine Aufgabe. Der Tank ist voll. Oder hast du gerade gemacht? Weil, ja, ich habe gerade aufgefüllt. Ey, der Tank ist voll. Komisch. Ich weiß nicht, warum das nicht fährt. Ja, fährst du jetzt auch wieder? Danke. Ey, du bist doch die ganze Zeit rückwärts gefahren, Safti. Was ist denn los? Hä? Wir haben uns gerade von der Insel wegbewegt. Ja, weil die Motoren aus waren. Ich sehe auch schon den Händler durch die Bäume schimmern. Ich glaube, ein Motor fährt gerade vorwärts und der andere fährt rückwärts. Wieso das denn? Ja, der eine Motor ging gerade in die falsche Richtung.
auf der linken Seite. Will mich hier irgendwer sabotieren? Nee, ich will endlich auf die Insel. Ich sehe ein Wildschwein. Los, mach Piep. Ein Wildschwein? Oh, wir haben schon lange keinen Wildschwein mehr gehabt. Ja, weil die nur auf diesen Inseln sind. Heute gibt's Schweinehaxe zum Abendessen. So, dann einmal schon mal drehen für die Abfahrt später. Einmal ausschalten, Anker runter. Oh, nee, hier gibt's bestimmt auch diesen mistigen Vogel. Au! Weiß ich nicht, bis jetzt habe ich ihn noch nicht drüber fliegen sehen. Erstmal kurz Inventar. Boah, Pumba ist aber ganz schön anstrengend. Oh, Pumba macht mich gerade fertig. Ach, Pumba, ich habe die ganze Zeit Boomer verstanden und dachte so, hä? Nein, nicht Boomer. Boomer ist eine Mumie, kein Wildschwein. Oh, oh. Tod durch Tier, Tod durch Tier. Wie viel hält denn das Vieh aus? Ah, jetzt. Ist doch tot. Wenn ist doch tot. Er macht den letzten Schlag, ist doch tot. Ich habe 2 Pfeile reingeschossen, ja? Hier gibt's einen Händler, Julian. Ja, ja. Loot, 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 loot. Nein, ich bin am Verdursten. Gib mir den Schatz! Piep. Piep. Steak mit Marmelade hatten wir schon, ne? Ja. Das war knapp? Nee, das war nicht knapp. ich geh mal noch mal schnell zurück aufs Floß, holen eine Schaufel. Oder nee, Conny, du hast eine Schaufel, ne? Ich hab eine Schaufel. Gehst du dann durch die Höhle noch mal durch? Nimmst wenn du mir den sagst, Schmutz wo die Höhle so? Ist? So da, hier rechts von dir müsste die sein ungefähr. So da, hier rechts von mir. Weißt du, wo ich bin? Na, ja. Hier links, links, links. Da, da. Das ist so schön, hier. Wie wenn ich Anweisungen gebe. Hier, ja. Hier ist die Höhle. Ne? Ich gehe nur kurz durch und sammle die Pilze ein. Aber das ist mein Job. Weißt du, ich soll hier den Dreck ausbuddeln und er sackt sich die Pilze ein. Frech. Richtig. Das war ja nur 2-mal Dreck. Da war ja noch mehr. Oben drüber, hier ist noch was. Hier rechts dann vorbei oben. Oh nein, wir haben einen dreckigen Vogel hier. Da. Wollen wir den Vogel killen? Wir brauchen noch ein paar Federn. Ja. Kann man wohl machen. Hier rechts rum, da, also hier, ne, da ist auch noch ein Schmutz. Hey, wo? Oder? Ja, hier. Also, er hat sich vorhin beschwert, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was ihr meint mit rechts und links und Ja, das ist ja schwierig mit rechts und links. Nee, eigentlich nicht. Das ist wieder dieses, ne? Kerstin-Syndrom. Was? Kerstin-Syndrom. Wir nennen es Kerstin-Syndrom. Obwohl, nee, stopp, das passt nicht. Melli hat das Syndrom ja auch. Ja. Melli hat das, glaube ich, noch schlimmer als du. Ich sag ja, 50% aller Bälle liege ich falsch. Er ist auch zwischendurch echt heftig mit den beiden von einem Boomer, der ist auch irgendwann, der resigniert auch irgendwann nur noch so richtig heftig. Hast du das schon mitgekriegt, Krillo? Samstag spielt der Boomer immer eine Challenge bei Oni. Die ich ihm aufgetragen habe. Die Tech-Team-Challenge. Er sitzt neben seiner besseren Hälfte und gibt nur die Anweisung. Das Schöne ist, dass seine bessere Hälfte ein kleines Links-Rechts-Problem hat. Das ist so herrlich. Der Boomer hat da zwischendurch ein paar kleine Problemchen. Auf jeden Fall sehr lustig. Aua. Komm her, du kleiner, mistiger Mistvogel. Warum fliegt denn der jetzt nach da unten?
wenn er getroffen hätte, ne? Übelster Sniper. Die Pfeile haben eine ein wenig merkwürdige Flugkurve. Au! Oh Gott, er tötet mich. Das ist bestimmt sehr lustig, das ist saulustig. Also. Und vor allem, weil Melly das irgendwie auch mal alles ein bisschen anders sieht als er. Und Melly gerne eigentlich immer nur die Fliege, ja, die Tiere alle pflegen möchte. Vogel ist tot. Können wir den zähmen? Nein. Ich kann den Vogel nicht aufnehmen. Kann man Melly immer auf sehr lustige Gedanken bringen. Das macht schon immer Spaß. Also wer sich das mal angucken möchte, schaut gerne mal beim Boomer vorbei. Weiß gar nicht, habe ich hier einen festen Befehl? Ja. Ist das auch hier mit dem Shoutout? So. Warum funktioniert der nicht? Okay, keine Ahnung. Bist du es gerade, Kirsten? Warte, ich mach. Ja, echt? Schaut auf jeden Fall gerne beim Boomer vorbei. Und normal spielt ihr das immer samstags so zwischen 14 bis 15 Uhr, je nachdem. Muss sich da immer nach seiner besseren Hälfte richten und die schläft sehr gerne sehr lange. Wir können den Vogel nicht looten. Warum nicht? Der backt hier irgendwie auf dem Stein umher und ich glaube, der zählt noch nicht als, dass er auf dem Boden aufgekommen ist, sozusagen. Okay, wo bist du denn? Weil das hört sich so an, als wenn das für mich vielleicht funktioniert. Hier. 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 Spezifizier das mal bitte. Weißt du noch, da, wo wir eben gerade. Ja, genau, da. Ja, du musst aber trotzdem mal da bleiben, weil ich bin voll. Mhm. So, wo ist denn jetzt? Wollen wir sie einfach Badenente nennen? Das kann ich mir wenigstens merken. Bevor du fragst, wo sie ist, hier ist sie. Danke für diese äußerst hilfreiche Antwort. In die Richtung da, wo du gerade zu mir gelaufen bist, da, ne? Ich höre das statt hier, das Horn von Gondor. Ja. Lebt Heidi noch? Oh. Ich glaube, ja. Wo sollen die Pilze rein? Wo gehören die hin? In den Kochtopf, wohin sonst? Ja, aber welche Kiste? Zu sonstiges Essen. Roh. Ah ja. Ich versuche mich dann mal an Haihappen. Wie du versuchst, aber machst du wilde Experimente oder was? Aber nicht versalzen. Wolltest gerade sagen, ey, mach keinen Blödsinn mit dem guten Fleisch. Vor allem mit den guten Pilzen. Ja, eben. Also. Die Pilze, oder wie wär's mit Kokosnusshähnchen? Kokosnusshähnchen? Ja, das klingt auch gut. Ja, wenn da kein Ananas drin ist, dann könnte ich das sogar mögen. Ananas ist doch voll super. Boah, Ananas ist voll eklig. Nee, aber Kokos ist drin. Heißt ja auch Kokosnusshähnchen. Was? Nee. Ganz hau komische ab. Sache hier. Der die auch einfach nicht aufgeben will, die Heidi, ne? Das ist frech. Haben wir jetzt dafür das Radio so eine Kassette mit der gleichen Musik, die beim Händler spielt? Ja. Okay. Hat Mauer vorhin auch schon. Ist das gute Musik? Ja. Ist auf jeden Fall besser als die andere. Ja, die Techno-Musik war ja nicht so meins. Wo bist denn du, Conny? Ah, das hört sich sehr gechillt an, das ist okay. Okay, gut. So. Weiterfahren? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung, ob ich schon alles hab. Also bei den großen Inseln wäre es auch echt sinnig, wenn wir mal noch jemand mit da die Schätze sucht, weil die sind so groß. Okay, ja. Ich war auch noch gar nicht unter Wasser, ich bin mit Kochen beschäftigt. Ja, also weiß ich nicht. Unter Wasser würde ich auch gerade erstmal weglassen. Ja, weiter hier das Ding zu, das gute Zeug.
Wir haben so viel Unterwasser-Loot, so. Brauchen wir eigentlich momentan erstmal einen Eisbärkopf in dem Komposter. Eisbär? Ja. Ich dachte, die Eisbären. Für Haihappen fehlen die Silberalgen. Oh. Julian, kannst du die nicht auch bei dem Händler kaufen? Die gibt's aber auch unter Wasser, ne? Safti wird total verschwenderisch hier, ey. Wird auf einmal nur noch Mist zu kaufen. Dass wir auch looten können. Das ist doch nicht Mist. Vor allen Dingen, Safti, warst du nicht auf der Insel? Hier stehen überall noch Bäume. Bäume habe ich nicht abgebaut. Safti! Ja, okay, Mensch. Weißt du, dein Händlerzeug bezahlt sich ja auch nicht von alleine. Müssen wir gleich nochmal gucken wegen Silber. Wo ist Julian eigentlich? Er kümmert sich drum, dass neues Händlerzeug entsteht. Damit Safti davon Silberalgen kaufen kann. Ich kaufe keine Silberalgen davon. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich hier schon alles so abgesucht habe. Hat mir jetzt eigentlich erzählt, ob er Raft hat oder nicht? Nee, er ist ja am Tablet, deswegen weiß das nicht. Ich glaube, das sind immer nur Ausreden von Krim. Ja. Ich glaube wohl auch. Der mag uns einfach nicht. Ja, der hat einfach gar keinen Bock auf uns. Oh. Wo sind sie denn hin? Muss ich auf den kleinen Abschnitt da? Ach so. Ja, ja. Hier ist wirklich so, Krillo. Nie willst du mit uns spielen. Ich nach Zustimmung an, eigentlich jetzt. Ich kann dir einen Vorschlag machen. Also, wir können auch gleich nochmal eben schnell eine Runde Fall Guys zocken. Das Spiel hast du auf jeden Fall. Oh, rote Beeren. Die haben auch schon lange nicht mehr gekriegt, oder? Ich habe eben gerade welche gesammelt, aber... Da läuft eine Jessie rum. Zwei Schuhe sind in der Essenskiste. Aber ja, die sind glaube ich auch nur hier auf den Inseln. Und ich glaube auch bei dieser Waldinsel hier, ich glaube, die ist Balboa, da waren die, glaube ich, auch gewesen. Nee, das waren andere Bären, die waren für die Bären. Ah, mit ja, mit Bären. Ja. Die Bären für den Bären. Genau. Das ist wie mit Morrollen. Bitte? Mir rollen sich da die Fußnägel hoch, wenn du das sagst. Ist mir egal. So, jetzt bin ich am PC. Bin ich mal gespannt. Und was sagt es? Achso, Raft? Jetzt kann ich auch schneller tippen. Achso, ich habe schon gedacht, du hättest einen ultra langen Delay. Da, ich höre das Horn. Aber leider kein Raft. Ja, dann müssen wir wohl gleich mal Vollgeist zocken. Miet. Oh oh. Das war Glück. Das war zwar nur im Pfütze, aber. Delay hatte ich auch, also auf dem Tablet. Hier, Kerstin hat. Au! Heidi! Ja, auf dem Tablet habe ich auch Delay. Das ist nicht mehr feierlich. Das sind zum Teil 30 Sekunden. Echt, also bei mir ist das nicht so schlimm. Auf dem PC ist es auch super. Hab nee, also auch Sekunden auf dem Handy oder Tablet habe ich da eigentlich nie Probleme mit. Also ich hab's sogar teilweise synchron. Oh, das ist auch alle.
Hier, Kerstin, du kriegst einmal Kokosnüsse. Dafür ist kein Platz in der Kiste. Wo sind die? Habe ich gerade zu dir geworfen. Danke. Ja, ich schaue einfach noch mal schnell, ob ich hier Silber einsehe unter Wasser. Aua. Das hat sich angehört wie Heidi. Nee. Ja. Man kann Heidi hören? Ja. So, im Kühlschrank sind jetzt zwei Kokoshähnchen. Die sind mit Pilzen, also für Conny reserviert. Was? Die Kokoshähnchen sind auch mit Pilz? Ja. Alles, was lecker ist, ist mit Pilzen. Ja, das ist wie in echt halt. Ist halt nicht nur so geschauspielert oder virtuell, das ist halt in echt auch so. Aber jetzt habe ich mich um die Batterie gekümmert und keine volle mit nach unten gebracht. Verschwinde! Blöder Vogel. Was ist denn eigentlich mit Manfred los? Irgendwie kümmert er sich nicht ordentlich. Naja, die Möwen sind an den Feldern, da wo Manfred nicht steht. Manfred ist ja bei den Blumen. Okay, also Silberalgen habe ich gerade keine außenrum gefunden. Du weißt aber noch, wie die aussehen? Ja. Ich frag nur. Bin nicht ganz dumm. So. Es gibt auch einmal Barbecue. Das ist auch mit Pilzen. Das ist auch für Conny. Tja. Aber das sieht gut aus. Aber es ist mit Pilzen. Nee, geklaut. Alles für mich. Was? Wer hat was? Was? Geklaut? Was? Erstmal so ein geiles Kokosnusshähnchen. Oh mein Gott. Das sieht schon lecker aus. Mit Pilzen, oh mein Gott. Also von mir aus können wir weiterfahren, ne? Ja. Wo ist unser Navigator? Wohnen die Batterien aktuell oben? Ja, wir sind gerade am Aufladen. Okay. Haben wir auch irgendwo eine Kiste mit vollen? Nee, haben wir nicht. Wir sind gerade aktuell alle am Laden, tatsächlich. Ich hab mal die vollste genommen, die war ja gerade so gut wie... Irgendwie Stuff loswerden hier. Ich bin komplett voll. Was ich für ein Tablet habe. Tablet ist irgendein Medion. Ist aber schon ein bisschen älter. Also nicht ganz so ewig alt. Aber habe ich mir damals tatsächlich geholt wegen HDMI-Out. Das fand ich ganz praktisch. Und Handy habe ich, keine Ahnung, irgendein Motorola, schlag mich tot. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas mit G. Ich bin immer jemand, der ungerne solche Sachen kauft, weil da irgendein toller Name dran steht und dafür nochmal 500 Euro mehr bezahlt muss. So, ich habe die ganze Zeit kein Wasser, obwohl ich so eine ewig große Flasche habe. Können wir denn eigentlich nochmal irgendwie bei der nächsten großen Insel für Manfred, einen Freund, irgendwie so Peter oder so holen, den wir dann bei den anderen Feldern hinstellen? Ich dachte, wir müssen die craften. Nee, die wir müssen die kaufen. Ach, die müssen wir jetzt mal kaufen. Auch mal halt Zeug. So. Wieso hat unsere Wasseranlage keine Batterie? Weil die leer war und keine vorhin da waren. Achso. Doof. Ja, alles mit Android. Hallo. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Da ist die iPad-App wohl einfach scheiße programmiert von Twitch. Ja, ich weiß nicht, was hatte Krillo denn geschrieben, was er hatte für eins?
Nö, schreibt, Apple hat halt recht hohes Delay. Von daher. Ja, gut, dann kann man davon ausgehen, dass es ein Apple ist. Ja, ich bin kein Freund von Apple, von daher kann ich da nichts zu sagen. Nicht, dass ich die Geräte schlecht finde oder so, aber ich bin kein Fan von ewig viel Geld dafür zu bezahlen und mir sind die Geräte meistens zu eingeschränkt. Damals hat erst, ich weiß nicht, damals hatte ich irgendein, was war das für ein Handy? Ein 3GS oder so. Das erste, was ich damit gemacht habe, erstmal das Ding cracken. Ja, auf dem Sack ging, dass ich da keine fremden Apps drauf installieren konnte. Ups. Ah. Irgendwie noch nie das Bedürfnis zu. Conny, hängst du unter dem Floß? Ja, so ein bisschen. Spam! Ja, oder nach hinten. Ich mach's lieber so rum. Hinten ist einfacher. Ja. Weil da ist immer die Gefahr, dass Heidi einen anknabbern will. Ja, mittlerweile vielleicht nicht mehr, Kerstin, aber früher war das Angebot an Apps ja auch noch nicht so groß. Aber mein erstes war auch ein 3GS. Dann ja, ich glaube auch. Erstmal ein paar rohe Zwiebeln essen, yummy. Zwiebeln oder Rüben? Für mich sind das Zwiebeln. Oh, jetzt. Insel. Was genau habe ich da jetzt reingepackt? Wieder mal eine große Insel. Keine Ahnung. Eine normale große Insel. Ich wollte eigentlich die Samen da reinpacken. So, so wollte ich es machen. So, was habe ich noch? Glas. Wieder eine große Insel. Hm. Und wieder so eine normale große Insel. Fass auf der rechten Seite. Au! Heidi ist direkt wieder am Start. Wenn es keine zwei Sekunden drin gibt, schon wieder ein Snack für Heidi. Weil ich sage dir, wenn man das Spiel alleine spielt und den Motor laufen lässt, sollte man auch nicht von Bord springen. Ja. Einmal zu weit weg, ja, Sapalotti, dann killt dich Heidi aber bevor du auf das Floß zurückkommst. Da ein Schatz irgendwo! Schatz! Hier schon? Okay. Also die Leute vergraben ihre Schätze immer ziemlich komisch. Unterm roten X oder was? Hey, Heidi ist weg. Das wäre ja wünschenswert, aber manchmal so richtig steil hängen, wo man eigentlich von ausgeht, dass es ein Stein ist. Ich schwimme mal kurz rum, ob ich Silberalge oder irgendwas Nützliches finde. Bitte, Julian? Brauchst halt nur eine gute Schaufel für. Mein Spitzhacke. Nee, gibt Spitzhacken im Spiel? Nee. Also muss die Schaufel robust genug sein. Die Schaufel ist aber einfach nur ein Stück Plastik mit einem Stock dran. Aber scheinbar kommst du damit durch Stein durch. Nee, schon. Plastik? Du meinst Metall. Boah, Stück Blech irgendwie so. Nee, falsche Richtung.
Ja, ein Aktenkoffer. Hier ist auch eine Höhle, rechts. Jetzt wirst du mir sagen, ich soll das hier rausschaufeln. Richtig. Frech. Pilze, jetzt Pilze! Eindeutig Steinpilze, das sehe ich sofort. So, jetzt ist meine Schaufelfratze. Und was für Steinpilze sind das? Schwer zu sagen. Da weder ein Nadelbaum noch ein Laubbaum hier ist, wird es eigentlich niemand Steinpilz sein. Obwohl, vielleicht ist das ein. Ja, vielleicht zählt er zu Laubbäumen, ich habe keine Ahnung. Ich brauche das Horn von Gondor, ich weiß nicht, wo das Raft ist. Die Badeente. Ertönt es schon? Das ist so ziemlich genau auf der komplett entgegengesetzten Seite von der Insel. Ich glaube, ich höre es ganz leise. Julian, hast du oben drauf schon alles gelootet? Nein, ich habe keinen Platz. Ach, ich bin noch unter Wasser übrigens. Ja, das ist gut. Also, wir sind noch lange nicht durch. Also hat sich Conny das Horn eingebildet, weil gar keiner auf der Badeinsel ist. Ach, Heidi. Heidi ist wieder da. Da wird sich das mal immer einfach weiterschwimmen kann, ne? Die beißt dann immer das halbe Bein ab. Jetzt war ein Horn. Ja, jetzt habe ich es nicht mehr gebraucht. Ich war halt nicht hier, ne? Ich dachte, du hast es dabei. Ich muss das ja irgendwo anbauen. Ey, der blöde Vogel kann uns nicht mehr treffen, ne? Wegen dem Dach? Ja. Ich hab da meinen Helm für Kerstin in den Kühlschrank getan. Nee. Was? In den Kühlschrank? Ja. Ist ja, Kerstin jetzt, die ganze Zeit. Hast du jetzt Kerstin einfach eine Dingens gekauft? Kann irgendwer anders nochmal mit einer Axt auf die Insel kommen? Meine ist gerade kaputt gegangen. Ja, dann musst du dir zurückgehen und eine neue craften, so wie ich das gerade mit der Schaufel auch machen musste. Ah ja, okay. Dachte, es könnte mal einer nett sein. Ich bin schon unterwegs. Sag das doch nicht. Hier sind so viele Bäume, das wird wahrscheinlich nicht eine Axt reichen. Also ich sehe hier noch 1, 2, 3, 4 oben drauf, dann bei dem Händler nochmal 5, 6 insgesamt. Weil die kommt mir eigentlich ziemlich bekannt vor, die Insel. Entweder ist die baugleich mit einer anderen oder wir waren hier schon mal. Ja, da, also es gibt so, weiß ich nicht, vielleicht 10 verschiedene oder so. 10 ist zu viel, ich würde sagen so 4, 5 verschiedene. Also von der Art hier. Dann Eisinsel haben wir bis jetzt so 2 verschiedene gesehen. Dann hatten wir einmal so eine Mischwaldinsel sowas gehabt. Und ja, ich glaube, das war's. So, Schätze. Schätze, wo seid ihr? Piep. Hast du schon was Tolles gefunden unter Wasser, Gersti? Nee. Nie? Also 3 von den gelben Fischen. Sprich auch 3-mal von dem explosiven Pulver. Huch, da latscht einer, 2 sogar über die Insel. Hallo, ich wink mal. Jetzt, wo wir das Zeug nicht mehr brauchen, da finden wir ganz viele von den Fischen. Tatsächlich hat man es wirklich kaum gebraucht. Es war halt nur, um die Viecher zu fangen.
Ja, einmalig, aber auch so. Ja, am Anfang war da ein Fisch pro großer Insel. Alter, das Kokosananas ist, Kokosmännchen ist aber krass. Das macht fast komplett voll. Hab ich gut gekocht, ne? Ja, hast du gut gekocht. Muss ich wohl zugeben. Du kochst wenigstens was mit Pilzen und macht ja die ganz selten für mich. Kaum ist Kerstin an der Macht. Liegt vielleicht auch daran, dass wir nie Pilze haben. Ich glaube, das ist so die Schuld. Dumbi-dumbi-dumbi-dum. Ist der Krillo wieder da? Und nur für, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so geschrieben, dass er AFK ist. Ja. Und da dachte ich, vielleicht ist er ja wieder da. Schon, als wenn es hier keinen Schatz mehr gibt. Glaube ich nicht. Geh weg, blöder Vogel. Okay, hier ist nichts mehr. Dann doch ganz oben. Sind oben drauf die Bäume schon gelootet oder noch nicht? Da bin ich noch nicht hingekommen. Okay. Ist halt mittlerweile eigentlich kühler geworden bei irgendwem? Ja, also gerade ist ganz angenehm eigentlich. Ich bin noch nicht getraut, die Türen und Fenster wieder aufzumachen. Ich habe in der Pause hier aufgemacht. Was ist denn, Curly? Warum bist du so verwirrt die ganze Zeit? Wieso? Verwirrt? Du hast doch die ganze Zeit gesagt so, hey, hier ist was oder so. Oder suchst du gerade Schatz oder wie oder ich such was? Schatz. Oder wo? Ach so, okay. Fisch Nummer 4. Und mein Bogen macht auch so langsam die Mücke. Aber eine zweite Silberalge. Okay. So, Schätze sind glaube ich alle durch. Ich bin definitiv noch nicht rum, obwohl ich nicht alles gelootet habe. Ist auch nicht so eine kleine Insel, ja. Nee. Aber typischerweise war es ja so, dass die kleinen Inseln eine sehr vielfältige Unterwasserwelt hatten und die großen Inseln dafür weniger. Ja, bei den... Also ich würde behaupten, dass die Unterwassersachen gleich groß waren, nur dass halt bei der großen Insel es kleiner vorkommt, weil die große Insel halt größer ist. Haha. Wow. Ja, wir hatten aber große Inseln, da war quasi gar nichts unter Wasser. Ja, gut, ja. Kommt eventuell auch wieder einfach auf die Insel an, aber... Ja. Also gut, zum Beispiel bei den Eisinseln war ja gut. Gar nichts unter Wasser. Ja. Ernsthaft, so ein Horn und so kostet einfach 3 Müllwürfel und 4 Handelsmünzen? Boah, Alter. Also dieses Barbecue kann man... Eine Sonnenbrille kostet 6 Müllwürfel? Hattet ihr nicht zwischendurch irgendwann gesagt, ihr habt kein Geld mehr gehabt zum Bezahlen? Ja, Geld war zwischendurch alle. Jetzt haben wir genug Geld, aber keine Müllwürfel mehr.
Ich habe da eine Vermutung. Eine Sonnenbrille für Safti. Nee, ich habe eine andere tolle Brille. Okay, du hast die andere tolle Brille. Du hast ihn von Raft aus gesehen. Welche Richtung bist du denn jetzt getaucht? Wenn man von oben auf die Insel guckt, schwimme ich entgegen des Uhrzeigersinns. Hast du das jetzt bewusst gesagt, damit du nicht links und rechts sagen musst? Richtig. Hä, wo ist denn das? Und welche Richtung ist das jetzt? Wenn du von oben auf die Insel guckst, entgegen des Uhrzeigersinns. Das verstehe ich nicht. So, das da rein. Ah, da ist das Horn. Hört sich nicht gut an. Ja, ich habe aus Versehen die Blätterkiste abgebaut. Ich wollte aber dieses eine Schild, das dazwischen steht, abbauen. Komm schon, spuck's aus. Die Mucke ist auf jeden Fall viel besser. Safti, da ist eine Möwe. Ja, ich hab's gehört, aber ich sehe nicht wo, Ada. Oh, und mein Speer ist kaputt gegangen. Eine Möwe? Ja, war eine sehr robuste Möwe. Einfach mal so ein Speer abgebrochen bei der Möwe. Wir suchen gerade nur nach den Algen. Er hat nur daneben gestochen, er will es nicht erzählen. Ja. Wir suchen gerade nur nach der Alge, oder? Metall haben wir ja jetzt relativ viel verbraucht für die Flaschen, oder? Weiß ich nicht, aber ich habe mir nur eine gebaut. Ich habe mir noch gar keine gebaut. Aber Metall, warte, haben wir auch noch 40, 60, 80, 86 Metallbarren haben wir noch. Wir haben noch 55 Bolzen und 20, 40, 60, 80, 100, 107 Scharniere. Ich bring auch immer ein bisschen Ton jetzt noch mit, weil wir das fürs Essen brauchen. Ja, aber ich glaube, Metall brauchen wir nicht. Für die Tonschalen. Ja, so Gemüsesuppe, dafür müssen wir Ton ausgeben. Du musst Tonschalen herstellen und die kriegst du auch nicht wieder. Oh, Heidi. Das isst man quasi mit. Richtig. Ist ja, also, immer so knusprig. Also ganz oder gar nicht, also bitte. Conny, du bist es. Du spielst mit Heidi. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile ich noch hab. Ich weiß auch noch nicht, wer hier gerade mit wem spielt. Oh, ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, und mein Bogen ist auch gerade zerbrochen. Das war knapp. Was hast du gesagt, Julian? Die Blueprints brauchen wir doch nicht. Nee, nee. Kannst du direkt wegschmeißen. Kühlschrank nicht so voll. Hast du denn durch, Kerstin? Ja, weitestgehend. Also ich denke, alles, was Silberalge war, habe ich. Also ich verstehe das irgendwie nicht 100% mit der Third Person. Die ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde das also, Umschalten ist komisch, weil es geht nicht nahtlos ineinander über. Das vorhin ja, schon mal gehabt, da habe ich eingeschaltet und habe einfach nach hinten geguckt, zu der Ansicht, die ich vorher hatte. Ja, also ich stehe jetzt gerade hinten bei dieser, ja, ich nenne es mal Trophäe von diesem großen Hai. Da stehe ich gerade drauf. Überhaupt nicht. Beeinflussung? Sehr schön. Gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob der was bringt. Nee, das ist nur Optik. Was ist nur Optik? Was? Kerstin hat einen schicken Helm und Conny läuft einfach weg.
Da muss ich doch mal nachschauen. Musst du was verstecken, Kerstin? Ja. Yeah. Die zieht doch so mit der Banane auf jeden. Ja, können wir dann weiter oder? Ja, wo ist eigentlich das ganze Titan geblieben? Ich hab's nicht. Julian? Hast du irgendwas gebaut? Ich hab nur vorhin den Anker gebaut. Ah, okay, ja. Okay. Nee. Aber da war ja noch was da. Ja, eben. Hat irgendwer Titan auf der Hand? Nee. Warum haben wir denn nur so wenig? Wie viel haben wir denn noch? Wie viel Barren? Ich hab doch die letzten 5 Inseln gelootet. Wo ist denn das ganze Titan hin? Waren da nicht vorhin irgendwie noch 10 Stück oder so da? Ja, ich hab nichts erwartet. Woran könnten das draufgegangen sein? Ja, wie viel hat denn diese Schmelze gebraucht? Hat die nicht auch Titan gebraucht? Die hat 6 Barren gebraucht. Ja, wenn das vorhin wirklich noch 10 waren, würde das ja passen. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe doch vorhin die ganze Zeit auch noch wieder was gekriegt. Ich verstehe das nicht. Es müsste mehr da sein. Wollen wir dann eigentlich auch nochmal schauen, dass wir diese bessere Biokraftstoffherstellung bauen? Oder eher erstmal die Titanbarren sparen? Ja, ich würde das Biokraftstoff-Ding eigentlich so gerne bauen. Ja, okay. Haben wir noch genug Titanbarren dafür? Ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt, die wir haben. Den 2. Also haben wir 4 Barren. Ja. Okay. Ja, dann fahre ich einfach weiter zur nächsten großen Insel. Gut. Steht das irgendwie. Ja, Hilfe, ich bin runtergefallen. Hilfe, ich krieg Drehwurm. Ja, ich bin wieder am Steuer, alles gut. Ah, da hinten ist noch eine Insel. Okay, nochmal kurz weiter. Das ist doch man ja immer zu einfach, entweder geht da weg oder fällt 5 los. So, ich fahr mal nochmal zu der kleineren hin. Vielleicht haben wir da auch noch ein Ding. Solange du weißt, wo du schon warst. Ja, bei der kleineren waren wir auf jeden Fall noch nicht. Weil da steht noch ein Baum drauf. Ich muss eigentlich sagen, ich finde die Musik hier echt entspannt. Die haben die bestimmt vor dir versteckt. Naja, glaube ich nicht. Vermutung wäre eher, dass jemand im Inventar hat. Aber ist egal. So, Krillo, du hast vorhin gefragt, was ich für ein Handy habe. Also bei mir ist alles Android. Ich bin nicht so ein Fan von Apple. So, dann haben wir's. Achso. Das war das Abfahrtssignal, oder wie? Was? Das war das Abfahrtssignal? Mhm. Ah ne, wir sind schon längst unterwegs. Ja, wir sind schon fast wieder am Stehen. So. Einmal ausschalten, Anker runter. Also hier sind 4 Titanbarren. Übrigens. Ja, 4. Das müsste doch eigentlich mehr sein. Und für den Biokraftstoffhersteller brauchen wir noch mindestens 3. Liegt der Heikopf in der Kiste? Ja. Heiköpfe gibt es in diesem Spiel zu Genüge. Heidi kommt leider immer wieder. Und Conny Titan? Wir würden sie auch in Ruhe lassen. Ja, ich habe 4-mal. Aber sie lässt uns nicht in Ruhe. Ich habe 4-mal Titan jetzt bekommen. Okay, also haben wir auf jeden Fall schon mal genug für die Raffinerie da. Eigentlich würden wir Heidi in Ruhe lassen, aber sie nervt halt immer.
Das ist eine Sie. Aber Heidi gibt auch einfach nicht auf. Ich habe auch schon gesagt, also beim nächsten Mal will ich tatsächlich den Hai abstellen. Ja, am Anfang ist das so eine kleine Herausforderung, aber es ist nachher einfach nur noch nervig. Und es ist halt immer nur dieses Hai wegbischen, weil... Ja. Alle auf dem Floß? Jo. Ja. Wollen wir weiter? Ja. Okay, ich hätte noch nach Silberalge geguckt, aber... Habe ich gerade, ist nix unten. Bin okay. Einmal komplett außen rum geschwommen. Kleine Herausforderung, ich sehe da 27 Tode. Ja, das Problem ist einfach, dass man gar keinen Bock mehr hat, diesen Hai immer wegzuhauen, weil der halt nur nervt. Ja, und Kerstin schwimmt dann immer raus. Eben. Wird von also, Heidi weggeknabbert. Also ich glaube, die Hälfte der Tode geht auf, oder die, zumindest der Hai-Tode geht auf Kerstins Konto. Ja, das stimmt. Es hat halt auch keinen richtigen Nachteil, wenn du bist in dem Spiel. Also nicht im Multiplayer, muss man dazu sagen. Ne? Also im Einzelspieler würde es halt schon hart bestraft werden, aber im Multiplayer kannst du dich halt gegenseitig retten, was das Sterben jetzt irgendwie, ja... Es wird halt null bestraft. Außer, also dass man vielleicht irgendwas nicht mitkriegt. Ich glaube aber auch, das Sterben im Singleplayer ist nur für den Anfang irgendwie wirklich anstrengend, sage ich mal. Weil ab so dem Punkt, wo du sowieso genug Metall und so weiter hast, interessiert dich das doch auch eigentlich nicht mehr. Du verlierst doch die Hälfte von deinem Loot. Zwei Drittel, aber ja. Ja, zwei Drittel. Wenn das dann zufällig das ganze Titan ist, was du gerade gesammelt hast, ist das schon ziemlich kacke. Ja gut, dann... Oh, ich glaube, das ist eine Insel, in der wir eben schon waren. Ups. Nein, ist in der Kiste drin. Hä? Das ist das Problem. Was denn? Oder hat jemand gerade hier Titan... Ich hab da gerade drei rausgeholt und hab die in die Kiste getan. Ich dachte schon, das ist verbuggt und wir kriegen die ganze Zeit normale Metallbarren raus. Ich hätte nur noch normale Metallbarren auf Rand. Das wäre ja auch so bescheuert. Ich hätte sie wieder angeknallt, da fehlt mal ein Teil der Hüfte oder der Arm, ja. Ja. Ah, passiert. Passiert. Da muss man sie halt retten. Das war übrigens mal ein Boss. Das ist der große Bruder von Heidi. Steckt doch noch irgendwas drin. Habt ihr denn da reingesteckt in den überhaupt? Reingesteckt haben wir eigentlich gar nichts. Wir haben den nur in irgendwelche Säulen schwimmen lassen. Was steckt denn in den drin? Wo steckt das in den drin? Hau ab, Heidi! Ja, ach, da unten, Seite das steckt da irgendwas drin. Sieht irgendwie aus wie... Ja, oder die irgendwie Arme. So ein Holzstück oder so. Und hier auf der Seite ist ein Angelhaken. Ah. Oh, kann man auch mal machen. Ja, überm Auge, also. Ja, Julian, stell dir mal vor, du bist so am Angeln und dann hast du das am Haken dran. Da brauchst du auf jeden Fall eine stabile Angel. Ja. So, Navigator, was sagt der Inselstatus? Vor uns ist eine kleine Insel und die nächste große, an der wir, soweit ich weiß, noch nicht waren, ist ungefähr 1000 Meter weg. Ja. Und eine gute Schnur. Ich glaube, das war eine Kette. Was stehst du mir hier eigentlich auf meinem Kochtisch rum? Ich glaube, das wäre ein schöner Platz. Deine dreckigen Füße hier vom Tisch. Nee! Ja, die sind gar nicht dreckig, guck. Ist auf den Erdbeeren. Guck. Die sind gar nicht dreckig. Die ist auf den Erdbeeren drauf. Ich matsch die schon mal vor. Koch, Kerstin, da leckeres Essen. Ich weiß nicht, ob ich die Marmelade noch haben will, dann hinterher. Weiß nicht. Also an sich schon. Für mich hat sie gerade was Leckeres gekocht. Die ist immer ein bisschen geiziger. Der gibt mir nicht so viel ab mit den leckeren Pilzen. Wie der Barbecue mit Pilzen für Conny. Sehr gut. Willst du dich heute einschleimen bei mir? Das letzte
Das letzte habe ich mir zwar geklaut und gegessen, aber egal. Warte, ich habe dafür das Kokosananas, das war auch sehr gut. Es gibt aber Kokosananas, Kokoshühnchen, Hühnchen. Also das Barbecue war so gewesen, ich war auf, ja, so, dass ich nicht mehr laufen konnte, also Bescheid so, ne? Und es hat mir wieder komplett voll gemacht, die Leiste. Also das ist sehr, sehr gut, das Barbecue. Also Silbereien haben wir, soweit ich sehe, nicht außenrum. Baue ich mal Bäume ab. Ja, Krillo, wir zocken gleich noch Vorgeist, ne? Aber das ist jetzt klar. Das hast du ja. Dumm-di-dumm. Echt? Ja. Gut. Weiß ich nicht. Wäre eine Option. Weiß nicht, wie es bei Safti und Kerstin aussieht. Julian hat's nicht. Ja, Vollgas kann ich wohl mal wieder spielen. So schnell ist er zwangsverpflichtet. Zeit. Hallo Boomer, du könntest auch mitspielen, Boomer. Da sind wir vier Leute. Wie wär's? Mhm. Boomer spielt auch mit. Boomer spielt auch mit. Zack, zwangsverpflichtet. Sind alle wieder auf dem Floß? Ja, ne? Ja. Ja. Gut. Dann direkt weiter. Ich lieg schon im Bett und muss früh raus. Mi, ja. Ich auch. Also wenn du im Bett liegst, kannst du auch wieder aufstehen. Ne? Eben. Also. Ja, ist nicht so, als wenn das eine endgültige Sache ist. Du bist auch jung und kein alter Boomer. Sprach die Mumie. Joa. Stimmt schon. Aber laut meinem Vater und meinen Omas und meinen Opas ist es sowieso so, dass man mit steigendem Alter nicht mehr so gut schlafen kann. Und manchmal wach wird in der Nacht. Also kannst du ja auch einfach wach bleiben. Ja, das stimmt. Das hat Boomer schon mal erzählt, dass er in der Nacht immer fünfmal auf Toilette muss. Ja, also kannst du ja auch wach bleiben und mit Vollgas spielen. Weil ob du jetzt im Bett wach liegst oder am PC wach bist. Ich hatte eine Zahl im Kopf, dann war wohl die falsche. Was ist mit Samstag, Boomer? Bist du wieder Tech-Team? Hey, Julian. Oh, Rechtsinsel. Kleine Insel, aber Insel. Wo? Oh. Ja, wie sieht's eigentlich aus? Hast du jetzt schon die Raffinerie gebaut? Nee, ne? Nö, wir haben genug Rohstoffe, aber habe ich noch nicht gebaut. Okay. Ne, die Raffinerie habe ich gebaut, ja. Was noch fehlt ist... Ach ne, Quatsch, hier, die Treibstoffraffinerie fehlt, ne? Ja, ja, die meine ich auch. Ich baue die das andere auch ist ja eine Schmelzung. Wow. Man kriegt übrigens, wenn man die Sachen abbaut, die Ressourcen nicht wieder, ne? Wenn da noch welche drin ja, sind. Ja, man... Ach so, ne, das... Okay. Ah, Steam ist ganz aktuell. Steam hat mir gerade gesagt, dass Kerstin jetzt Raft spielt. Was, jetzt? Wow. Oh, das ist aber früh. So spät noch online? Ne, das habe ich in letzter Zeit öfter gesehen, aber meistens hat sie dann Valheim gesuchtet. Was? Was? Und dann wollte sie nicht mal streamen. Nicht sein. Frech. Im Bett habe ich mein Tablet und gemütlich gelesen. Das schlägt Vollgeist. Was? Das schlägt Vollgeist mit uns auf gar keinen Fall, Boomer. Sonst sollte es wieder Tech Team gehen, jo. Danach geht's wohl zu den irgendwann Schwiegereltern. Ah ja, irgendwann Schwiegereltern. Affen-Irek, wie viel kostet der Raft? Ich kann es dir nicht sagen. Ich würde das mal schätzen, aktuell so um die 20 Euro. Ich schau gerade. 19,99 Euro. Boah. Also, ja, 20 Euro. Boah, ich bin einfach... Gut. Mir wäre es lieber, wenn du navigierst und nicht zwischendurch irgendwelche anderen Sachen. Ja, was soll ich denn navigieren, wenn wir einfach gerade erstmal auf Insel ja, ich bin mal kurz weg, ne? Zack, fahren wir gegen den nächsten Berg, der da ist. Das wird sogar passen, so. Ja. So eine Entfernung. Was ist das? Was
Was da passiert? Ja, das würdest du gern wissen, ne? Was hast du gemacht da oben? Ja, das würdest du gern wissen, ne? Hab einfach nur einen Stein dir auf den Kopf geworfen. Hauptsache, ihr habt euch lieb. Insel. Angriffshorn. Oh Mann, müssen denn jetzt alle runtergehen? Was? Nichts. Ah, ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich zurücklassen auf den... Nein, würde ich nie tun, Saft. Kommst du denn auf so eine Idee? Sehr frech. Das wäre fast so frech, wie mir einen Stein auf den Kopf zu schmeißen. Das würde ich nicht als frech ansehen, ich würde das als angebracht ansehen. Zunächst mal verspreche ich, wir probieren aus, ob man das PvP nachträglich anschalten kann. Ja, gibt es. Gibt es Grillo. Man kann, glaube ich, auch relativ viel sogar anpassen. Relativ. Silbereigen sind wieder nicht auf der Insel. Also das Schöne ist, es hat halt auch so eine richtige Story dabei. Ne? Und es ist halt komplett Multiplayer-fähig mit 6 Leuten. Macht schon Spaß. Also wir machen es auch eigentlich immer so. Wir haben uns damals entschlossen, dass wir das Spiel nicht so durchrushen wollten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen immer eine Story-Insel zum Stream-Start. Und danach halt Farm und Bauen und sowas. Allerdings war die Story-Insel heute überraschenderweise sehr schnell fertig. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir fast 3 Stunden gebraucht haben, ne? Man könnte sogar sagen, im Gegensatz zu den letzten Malen. Ja. Ja, letztes Mal war aber extrem. Da haben wir 3 Stunden gebraucht für die Story-Insel und heute waren wir nach einer Stunde durch. Ja, können wir weiter, oder? Ja. Und tatsächlich geht's zum nächsten Stream dann auf die rein theoretisch von der Story her letzte Insel. Also oder meistbegehrteste Insel. Ja, es gibt halt so eine Insel jetzt, wo sich anscheinend die Überlebenden so sammeln, wo alles toll sein soll und nennt sich Utopia. Das ist unsere nächste Anlaufstelle. Wobei wir nicht glauben, dass es dann zu Ende ist. Also wahrscheinlich treffen wir da an und das ist eh alles kaputt oder so. Vielleicht haben die aber auch sich einfach nur Platz für weitere Inseln gelassen, um eine mögliche Fortsetzung zu machen. Oder offen zu lassen. Ja, wäre auch möglich. Das Spiel ist ja jetzt seit, keine Ahnung, 2 Monaten aus dem Early Access raus. Kommt hin. So, ja. Die Raffinerie wollten wir bauen. So, was brauche ich noch? Kunststoff. Große Insel ist vor uns. Sieht irgendwie sehr danach aus, als wären wir da schon gewesen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel... Wie hat sich das Barbecue noch gar nicht genommen? Da liegen Pilze oder sind Pilze mit dabei? Wow, die Raffinerie kann sogar direkt betanken. Okay, da muss sie woanders hin. Jetzt, sie kann direkt betanken. Meinst du, die kannst du an die Rohre dran bauen oder was? Ja. Ah, okay. Vielleicht eins mit da, wo der alte Anker war? Eins Platz dazwischen lassen. Genau. Kannst du die drehen, dass der Ausgang nach hier geht direkt? Okay, wir waren doch noch nicht bei der Insel. Ja, das Problem ist, das wird nicht gehen wegen dem Wasserrohr da. Dass der Ausgang nach hier geht? Zu den anderen Rohren hier? So oder was? Ich sehe ja nicht, wie du es. Ja, so. Ah, okay, ja. Muss machen. So, Honig müssen wir da reinballern und warte, Haikopf habe ich dabei. Ich habe auch noch einen Eisbärkopf. Den können wir da auch reinballern. Zack, voll. Also eigentlich ist das echt geil, dass die Köpfe da mit rein können.
Benötigt ja, Rohkost? Wie viel passt denn da rein? Haben wir noch ein paar Köpfe? Da passt noch jede Menge rein. Na, wenn... Oh mein Gott, wir haben noch 18 Heilköpfe da, alles gut. Die knallen wir da jetzt rein. Wenn die Schmelze 3 Erz gleichzeitig machen kann, gehe ich da auch von 2 bis 3. Okay, das ist eine Anzeige. Da sind 6 Tierköpfe drin. War das 6 Tierköpfe? Ja, das wären ungefähr... Das wären ungefähr 240 Kartoffeln, die da reinpassen. So, Honig? Also schon so 1-2 meinst du, ja? Ja, doch. Adler Mannheim Umbrella, danke, dass du da warst und ich wünsche dir eine gute Nacht. Tschüss. Insel. So, Honig. Ja, dann können wir das Moped hier auch... Ich würde das jetzt noch einmal durchlaufen lassen, so, aber tendenziell können wir es dann auch abbauen. Wahrscheinlich sind halt die Ressourcen sonst futsch, ne? Gut, da geht auch jedem... Ja, hatte ich ja vorhin mit dem Titan auch, als ich die Schmiede abgebaut habe. Richtig gut. So, wir haben ja schon wieder die nächste Insel. Habe ich gerade gesagt. Aber gut, ist verständlich. Ja, wollte ich. Also, als ich ausgesprochen habe, habe ich auch dran gedacht. Ja, eben. Also, das war auch schon ziemlich blöd von dir, dass du da nichts drüber dran gedacht hast. Ja. Ich will da hoch, verdammt. Mann. Das sieht doch so aus, wenn man da hochkommt. Das können wir uns irgendwie hochschießen, das geht schon. Da kommt man doch hoch. Ist hier lang gelaufen, ne? Ja. Ja. Oh, dafür hast du jetzt auch einen Stein auf den Kopf gekriegt. Nee. Schade. Also ich hab nichts abgekriegt. Wo ist der Loot vergraben? Oh, stimmt, hier oben. Nee, hier kommt nichts. Ist kein Beep. Oh, das war vielleicht ein bisschen tief gefallen. Einmal Loot habe ich. Signal! 3 Titanerz, einmal echtes Selbstporträt und einmal Mann und Mond, beides Bilder. Ach, bist du jetzt gerade am Schatz suchen oder was? Ja, du hast doch gesagt bei den großen Inseln, dass einer irgendwie mal mitsuchen soll oder okay. Nicht. Dann also eins habe ich jetzt auf der so ziemlich entgegengesetzten dann Seite. Dann ist das Signal, was ich gerade wohl gekriegt habe, von dir gerade rausgenommen worden. Oh. Ja, gut. Aber das wir können heißt, uns. Ihr sabotiert euch gegenseitig. Ja, ich merke gerade die Tücke dieses Plans. Ich hatte einen Explodierfisch erwischt. Oh nein. No. Aber wir können uns gleich aber zwei hat neue Bilder abgezogen. Aber wir können uns gleich zwei neue Bilder anschauen. Das ist ja der Hammer. Ich freue mich immer sehr über Bilder. Ja, dachte ich mir schon. Es ist Deko. Ja. Super, ne? Nee. Safti, wo steckst denn du? Ich bin irgendwo an der Seite von der Insel und versuche nach oben zu kommen, falls da noch Bäume sind. Ah ja, da sind noch Bäume. Warum? Nur so. Ich hätte gehofft, du suchst das Signal, was ich hier habe. Nee. Ich habe gerade erstmal ganz panisch Richtung Floß geschaut. Warum? Also. Das würde ich dir auch raten, da zwischendurch nachzugucken. Auf einmal stehe ich alleine hier auf der Insel. Es wäre durchaus im Bereich des Möglichen.
Das wäre auch gar nicht so geil, gerade weil mein Essen fast komplett leer ist. Heißt, ich würde es nicht lange mitmachen. Es gibt einen Vogel, den kannst du dir runterholen. Ja, aber ich habe kein Feuer. Verdammt. Aber jetzt, wo du es sagst, Lim würde ich das momentan auch zutrauen, dass er einfach mit dem Raft wegfährt. Ich laufe auf der Insel rum. Das weiß ich ja nicht. Ja. Das war knapp. Kannst mir viel erzählen. Wenn man da nicht drauf achtet, sind die gelben Fische ganz schön fies. Ja. Mich hat eben ein zweiter erwischt. I Ananas. Ananas ist voll super. Boah, ich finde Ananas voll eklig. Oh, so schön Pizza und dann so ein bisschen Ananas drauf. Boah, nee. Richtig eklig. Bei Ananas ist auch wieder so eine Sache. Ich glaube, das macht man oder man macht es halt so gar nicht. Ich glaube, so ein Zwischending gibt es da auch nicht. Ja, kann gut sein. Brava, Heidi. Immer schön den Safti anknabbern. Ich den Conny. Wieder da? Ich den Conny. Ja. So, wir sind wieder da. Ich weiß nicht, ob der Julian schon wieder da ist. Nein. Aber ist das nicht auch irgendwie mit irgendeiner anderen Sache so, entweder mag man es oder nicht, irgendwie so Koriander oder sowas? Oliven. Ja, das auch. Ich bin zum Beispiel gar nicht, also ich mag Oliven gar nicht. Ich auch nicht. Dann sind wir uns wenigstens mal in einer Sache einig. Ich mag Oliven. Was? Ja, Essen, nein. Okay. Lecker Gemüsebrühe. Mm. Oh nein, ich verdurste. Wir haben zu viele Palmsamen. Die können wir bestimmt auch in den Dinges stopfen, oder? Warte, ich schau mal. Nee. Ihr baut immer schön Palmen an für die Kokosnüsse, ne? Ja, aber sind halt zu viele Samen, ne? Waren denn nicht endlos viele Mangosamen immer da, die wir nie gebraucht haben? Ja, kann sein. Aber Palmsamen sind auch zu viele da. Lakritz. Lakritz mache ich auch nicht. Ich auch nicht. Boah, meine Schwester kann das so unglaublich viel. Aber das ist nicht nur Lakritz, also ich mag alles auch, so was irgendwie so ähnlich schmeckt auch nicht. So Anis oder so ist auch nicht meins. Safti muss ich noch einen Namen ausdenken. Safti? Warum? Für die dritte Person, die jetzt da oben wartet. Oh, dritte Person, also wir haben jetzt Manfred, wir haben Fridolin, wie nenne ich die dritte Person? Ich habe eine Idee, ich habe einen guten Namen. So, dann kann ich jetzt das Schild beim Motor abreißen. Wir können doch den Chat mal was vorschlagen lassen. Nicht immer nur du das mit deinem komischen Namen. Ja, von mir aus. Aber der Chat noch mal einen schönen Namen für eine Vogelscheuche. Zum Glück stand da beim Motor ein Schild, wo drauf steht, dass das der Motor ist. Das hätte das keiner gewusst. Ja, nicht wirklich ein Schild vor dem Motor, oder? Doch, ich hatte das da hingestellt, weil ich nicht wusste, wo das hin sollte. Ich habe ihn provisorisch Peter genannt. Ah, provisorisch Peter, ah. Okay. Bis der Chat mit einer besseren Idee kommt. Provisorisch Peter. Piepen. Ja, das H hat aber leider nicht reingepasst. Zu provisorisch. Oh, nehmen wir den von Heidi. Sieht man's. Wir sollten vielleicht dann ein Stückchen weiter. Ja, ich bin gerade am Brennen. Einfach eine Etage nach unten, da kann er uns nicht treffen. Weil wir machen nämlich jetzt Schluss. Was? Jessi, die zieht das Looten immer zum Ende des Streams, so lang wie es geht. Immer, ja, ja. Immer, macht die immer. Das hilft mir auch keiner. Na, na.
Wenn ihr mir helfen würdet, wäre ich auch schneller. Ihr sucht noch nur die Algen, oder? Eigentlich schon. So ziemlich. Gästin sammelt gerade bestimmt wieder alles. Ich habe Ton mitgenommen aktuell. Hier, wir haben noch zwei Bilder. Au! Heidi, du nervst. Julian, wo bist denn du wegen Bildern hier? Du musst ja wissen, wo du die hinsetzt. Hier, guck mal, wir haben einmal das hier. Wop. So, ne? Wunderschön. Und wir haben das hier unten. Das hat man schon, glaube ich. Was soll denn das? Irgendwo hing so ein schon mal. Keine Ahnung. Warum fehlt hier ein Boden bei dem Schlafzimmer? Ja, weil da eigentlich der Anker hin sollte. Ach so. Du wolltest den Anker ins Schlafzimmer setzen? Ja, ich würde den halt da hinsetzen, wo der vorher auch war. Nee, Julian, ich glaube, das Bild hängt hier noch nirgendwo. So, Heidi ist weg. Dann kannst du nicht Kerstin auffressen. Ich glaube, das ist heute ein Rekord, oder? Ist noch keiner gestorben? Stimmt. Ich habe dir eben große Mühe gegeben. Kerstin war, die ganze Zeit am Kochen, ne? Wobei das eben beinahe tot durch bösen Fisch gewesen. Geworden. Julian, komm mal mit. Ich Julian, kann nicht mehr reden. Hier. Guck mal, wenn du hier hingehst, kannst du dich nach hier oben reinsetzen. Sehr gut gebaut, das Sofa. Oh, Silberalge. Oh, ich sehe auch eine. Ja, in den stabilen Blättern halt, ne? Ja. Die stabilen Blätter, die sogar einen Bären, ja wahrscheinlich. Hau ab! Ein Hai halten können. Ja, da bist du. Ich hab keine Munition. Warum hab ich keine Munition? Oh mein Gott, ich hab keine Munition! Töte ihn, Kerstin! Julian, eigentlich könnten wir schon weiterfahren, oder? Also. Mach mal eben das Horn von Gondor, damit ich weiß, wo ich hin muss. So, Kerstin, dann sind wir durch. Okay. Mehr. Da. Da ist das Horn von Gondor. Also kann sich nicht mal Kerstin verlaufen. Bei dem Lärm. Hör ich sogar unter Wasser so laut. Ja, das ist richtig übel, ey. Die Hupe höre ich nicht unter Wasser. Die Hupe ist auch richtig langsam. Die Hupe hört sich auch richtig kacke an. Also ihr müsst echt noch lernen, die Töne zu treffen. Wo ist Kerstin? Da. Da. Kannst du nicht mehr benutzen. Kannst du mal aufhören jetzt, Safi? Okay. Okay, ja. Sind alle da. Okay. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank fürs Mitspielen, ihr Lieben. Gerne. Gerne. Ja, liebe YouTube-Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu Raft. Dann und tschüssi!